Und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Ich habe heute vier Gäste am Start, die wir teilweise schon hier begrüßen durften und teilweise noch total neu dabei sind. Wo fangen wir da an? Ich möchte euch heute vorstellen, jemanden, den wir noch nicht zu Besuch hatten. Jemand, der seit kurzem einen Blog betreibt und sich mit uns heute über die anstehenden Marvel-Filme unterhalten möchte. Moin Stefan. Hi, schön dabei zu sein. Nummer zwei in der Runde ist jemand, der auch zuletzt in der regulären Ausgabe mit dabei gewesen ist, der viel rumkommt, dessen private Sammlung an Exponaten sowohl auf materieller als auch auf immaterieller Ebene ungeahnte Werte erreicht hat. Moin Mike. Moin vom Elbdeich. Ach so, wie ist das eigentlich nicht? Nummer drei in der Runde ist jemand, der quasi bestätigt, dass wir uns hier beim Telestammtisch so ein bisschen sowas wie der Außenposten von PlemPlem Productions betrachten, weil wir irgendwie jeden regelmäßig mal irgendwie zu Besuch hatten. Zuletzt hatten wir euren Jungzeichner ja am Start, der auch schon viel gemacht hat. Dessen Namen mir gerade nicht einfällt, jetzt habe ich gerade einen tierischen Hänger. Maxim. Maxim, dankeschön. Moin Chris. Alles gut, grüße euch alle miteinander. Und Nummer 4 in der Runde ist der Lasse, den wir schon mehrfach begrüßen durften. Der junge Mann hat mehr Titel auf seiner Visitenkarte stehen, als andere Filme überhaupt gesehen haben. Er ist, glaube ich, Filmproduzent, macht ganz viele Sachen zu Soundtracks und ist generell auch Gast, glaube ich, in ganz vielen Podcasts. Grüß dich. Hallo, immer wieder schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Jo, und da sind wir gerade bei dir und dann denke ich mal, sollten wir uns gezielt auf eine Sache stürzen, die jetzt irgendwie ganz aktuell war, nämlich die Oscars, die Tage gelaufen sind. Hast du die gesehen? Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war ja Sonntagnacht und die gehen 50.000 Stunden lang. Und gerade auf ProSieben ist das eine Zumutung mit Werbung jedes Mal zwischendrin. Ich habe vor ein paar Jahren ein paar Mal die Oscars gesehen, aber diesmal habe ich einfach gedacht, nein, ich verfolge es teilweise auf Twitter und dann gucke ich einfach am nächsten Morgen nach, was passiert. Obwohl ich hier, zu aller Überraschung, ich hatte viele der nominierten Filme diesmal gesehen, was tatsächlich nicht besonders häufig vorkommt. Aber anscheinend ändert sich da allmählich etwas, worüber ich da natürlich auch sprechen möchte. Aber ja, ich habe es halt einfach dann erst nachträglich erfahren, aber damit war ich dann ganz zufrieden auch. Frage in die Runde, habt ihr die Oscars gesehen? Bockt euch das oder ist das eine Sache, die völlig an euch vorbeigeht? Teilweise, also ich bin ja ein Nachtmensch und also ich hab's, ja, wie sagen wir so, die ersten 3 Stunden oder so habe ich es gesehen und ich bin fast eingeschlafen. Also es ist halt wirklich so. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock, immer so die ersten 1,5 Stunden hier Stephen Gätchen zuzugucken, wie er versucht, verzweifelt irgendwelche Hollywood-Stars ranzuziehen. Und es ist halt immer so geil, weißt du, wenn Ami-Reporter immer die Stars bekommen und dann ist hier der Deutsche, hey, ich will auch mal, komm mal. Und dann so, oh, ey, Gätchen, halt die Fresse. Also. Und so an sich, die Show war auch relativ unspektakulär, zumindest das, was ich gesehen habe. Und ja, also ich fand es letztes Jahr witziger. Mhm. Wegen des glorreichen Fuck-Ups ganz am Schluss. Ja, also wie gesagt, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, schaltest du doch dann Netflix ein, weil da hast du dann mehr Unterhaltung. ja. Das ist mein Senf dazu. Die gehen ja auch immer super lange, die ganzen Filme. Ist das denn eine Sache, die dich auch wirklich interessiert oder läuft das mehr so nebenbei, weil es halt irgendwie ein popkulturelles Ereignis ist? Boah, es liefert nichts anderes. Also es interessiert, also im Grunde genommen interessiert es mich schon ein bisschen, so was da drüben immer abgeht und so, aber es ist auch viel unspektakuläres Zeug dabei gewesen. Auch hier Del Toro's Neues, das Werk, was einen Oscar bekommen hat. Shape of Water. Ja, genau. Alias hier Ape Sapiens Solo-Film. Mhm. Ich habe da die Kritiken dazu teilweise gelesen und auch den Honest-Trailer dazu. Das hat mir eigentlich gereicht, was ich vom Film schon mitbekommen habe. Und es ist, weiß ich nicht, es fühlt sich halt immer an wie so ein abgekartetes Spiel, das halt eigentlich eine riesengroße Werbeveranstaltung für die Filme ist, was es eigentlich ist. Das ist ja ein Kritikpunkt, den es häufiger gibt, dass die ganze Veranstaltung jetzt gerade für den Endkunden völlig irrelevant ist. Oscars an sich, sowohl die Oscar-Verleihung, also der Preis, als auch die Nominierung innerhalb der verschiedenen Kategorien, ist nichts anderes als eine Marketingveranstaltung, weil man das schön auf die Filmposter draufdrucken kann. Aber eigentlich ist das für den Endkunden, für den
normalen Kinogänger, der dann auch ein Ticket kauft, völlig irrelevant, welche Preise da verliehen worden sind. Das hört man jetzt ja häufiger und gerade auch, weil da halt eben die jetzt nicht unbedingt auch die großen Blockbuster, die jetzt die dicken Einspielergebnisse haben, da ausgezeichnet werden. Wie ist denn das bei euch, Mike, Stefan? Habt ihr das gesehen? Habt ihr da eine Meinung zu den Oscars? Also bei uns ist das so, wir machen eigentlich jedes Jahr so ein kleines Event draus, ich und meine Frau. Also wir gucken uns das natürlich auch nicht auf ProSieben an, sondern versuchen das irgendwie dann original zu sehen oder zumindest teils original. Ich glaube, auf E-Entertainment gucken wir das immer. Und wir lieben halt den roten Teppich. Ja, und die Show ist uns eigentlich auch total egal. Und wer da was für einen Oscar gewinnt, meistens sind es ja auch, ich sag mal, zu 90% die Favoriten, die irgendwie im Vorfeld schon klar sind. Von daher gibt es da selten irgendwie Überraschungen. Und ich sehe das genauso, dass ich fände es halt besser, wenn es einfach an Filme verliehen wird, die schon im Kino gelaufen sind, die man halt gesehen hat, wo man halt auch einfach sagen kann, okay, der Film hat es echt verdient. So ist es einfach nur, okay, Shape of Water hat dick abgeräumt, der muss gut sein, den muss ich jetzt sehen. Und das finde ich halt irgendwie total am Thema vorbei für so einen Preis. Hat denn, in den Staaten sind die Filme doch aber im Regelfall schon erschienen, nur wir hier aus deutscher Perspektive haben halt das Problem, dass wir die im Regelfall noch nicht gesehen haben. Oder sehe ich das falsch? Soviel ich weiß, kommen die des Öfteren auch in zum Beispiel in Großbritannien dann etwas später raus. Vor allem, wenn es während der Wintersaison irgendeinen richtig großen Blockbuster gibt, der halt eine große Konkurrenz darstellen könnte. Also da gibt es tatsächlich mehrere Länder, wo das verspätet ist, worüber ich mich auch halt kurz gewundert hatte. Aber deshalb ist es halt lustig, wenn man tatsächlich teilweise die Filme erst sieht, wenn sie den Oscar schon gekriegt haben, was natürlich aber auch in Deutschland teilweise dabei hilft, den zu vermarkten. Also wer weiß, welche Filme wir hier nicht gesehen hätten. Hätten die nicht in irgendeiner Form halt einen Oscar bekommen oder eine Nominierung und so weiter. Ja, und sind denn, also Mike, vielleicht auch mal gezielt die Frage an dich, wenn jetzt so ein Film, den man jetzt hier in Deutschland noch nicht sehen konnte, zum Beispiel Lady Bird geht hier in Deutschland zum Beispiel erst los, der hat auch 5 Nominierungen gehabt, aber glaube ich, nee, der hat glaube ich keinen Oscar bekommen. Wen haben wir denn hier noch auf der Liste? Beispielsweise Shape of Water, ja, der hat ja also 4 Stück gekriegt. Ist das für dich ein Grund, solche Filme dann auch gezielt im Kino zu gucken oder ist das Thema Film und Oscars für dich eigentlich gar keins? Also Shape of Water zum Beispiel, den wollte ich schon vor Monaten gucken. Und habe gedacht, wann kommt der denn eigentlich auf Blu-ray raus? habe dann festgestellt, dass der noch gar nicht gelaufen ist. Und habe gedacht, okay, gut, dann nein, also ich habe ja Doug Jones, Abe Sapien schon getroffen. Und das ist ein super lieber Typ, also wirklich total toll. Ich mag ihn auch gerne als Schauspieler, deswegen gönne ich ihm das. Auch in Star Trek Discovery finde ich ihn super. Und aber ansonsten interessiert mich das überhaupt nicht, ob jetzt ein Film Oscar bekommen hat oder nicht. Ich habe aber auch, wie Chris schon gesehen hat, Steven Gätchen auch schon am roten Teppich da nach Stars hangeln sehen. Also in dem Fall war es Diane Kruger und da hat es auch geklappt. Aber ansonsten, die eine Deutsche ist Überraschung. aber sie hat an dem Abend nur ein Autogramm gegeben. Und besser gesagt zwei. Eins habe ich und eins hat ein anderer. Und dann ist sie sofort wieder abgehauen. Also sie scheint schon so ein bisschen spezieller zu sein. Nun gut, nee, aber es interessiert mich eigentlich nicht, weil was jetzt da einen Oscar bekommen hat oder nicht. Ich gehe eigentlich nur noch ins Kino, wenn es Superheldenfilme sind, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen reizt, ist Ready Player One, was ich wohl denn im Kino gucken werde. Ansonsten bin ich schon mittlerweile eher so auf Serien eingeschossen. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Der Film kickt mich überhaupt nicht, also Ready Player One. Also das, was ich gesehen habe, da im Trailers und so und Da kickt das mich ist ein DeLorean, nicht. Hallo, das reicht doch nicht mehr. Und ironischerweise schreibt Alan Silvestri die Musik. Halt deshalb, ich bin mir ziemlich sicher, der bringt seine Back to the Future Themen dann auch mit. Also ich denke, als Kind der 80er, 90er wird das schon ein Film sein mit massenweise Referenzen und da habe ich schon Bock auf. Aber lasse gerade jemand wie du, der auch relativ analytisch an Filme gehen kann, auch geht und der viele Filme rezensiert, der sie auch so ein bisschen auseinandernehmen kann und zum Beispiel auch immer ein Stück weit den Soundtrack im Kopf hat, also zumindest beobachtet während des Filmschauens. Kannst du Filme denn überhaupt noch genießen, wenn du ins Kino gehst und weißt, okay, der ist jetzt hier eben nicht mit dem Oscar bedacht worden oder andersrum, Filme, wo du gleich erwartest, dass sie fantastisch sind, eben weil sie eine Handvoll Oscars bekamen, aber eigentlich dich vielleicht dann so irgendwie enttäuschen. Wie ist es, beeinflusst das deine Wahrnehmung vom Film? Ich kann von einem Beispiel sprechen, wo mich das beeinflusst hat, und zwar als The Social Network wahnsinnig viel Kritikerlob bekommen hat und ich überall diese Sachen gesehen habe, hier irgendwie Oscar nominiert auch für das und das und so
so viele gute Kritikerstimmen. Und dann war ich tatsächlich vom Film enttäuscht. Halt, wo ich dachte, das ist kein grauenvoller Film, aber ich bin nicht so überwältigt davon. Wo es gut sein kann, diese vielen guten Kritiker haben mich halt irgendwie so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt, tatsächlich. Also ich habe wohl mehr erwartet, als mir der Film letztendlich gegeben hat. Ich bin kein Riesenfan von dem Film, tatsächlich. Aber halt, ich kann verstehen, warum viele den mögen. Aber halt, in dem Sinne, naja, hat es mich nicht ganz so erwischt. Ansonsten tatsächlich, halt, wenn halt sowas wie, ich habe halt The Shape of Water ungefähr 2 Tage nach der Auszeichnung gesehen oder so. Oder halt in der, also so eine Woche danach, wo ich halt wusste, wofür die Oscars alle gekriegt hat. Und entsprechend aber dachte ich mir einfach, ich wollte diesen Film sowieso sehen und habe erwartet, dass er gut ist, weil ich Guillermo del Toros Filmografie mag und weil das vom Trailer her wie ein Film aussah, den ich mögen würde. Und genau das ist dabei rausgekommen. Ich fand den sehr, sehr gut. Und die Oscars haben dementsprechend mich überhaupt nicht beeinflusst. Ich bin rausgekommen und aber dachte mir dann, ja, meiner Meinung nach sind die verdient, absolut verdient. Und andererseits dann war ich sehr überrascht von der diesjährigen Oscar-Verleihung im Vergleich zu einigen anderen. Was hier und da so nominiert wurde, was halt relativ untypisch ist. Ich meine, dass ein Film wie Get Out für das beste Drehbuch ausgezeichnet wird. Und ein Debütant auch noch. Und dann halt diese Art von sehr, sehr unkonventionellem Film. Also deshalb gab es da wundervolle Überraschungen, worüber wir vielleicht auch noch später reden können. Aber allgemein beeinflussen mich gute oder schlechte Kritiken oder Auszeichnungen beim Sehen eines Films nicht wirklich. Ich kann mich dann noch teilweise fallen lassen und das alles vergessen und den Film einfach als das bewerten, was er ist, was man eigentlich immer tun sollte. Vielleicht sollten wir uns zumindest mal so die 3 größten Kategorien jetzt nicht im Detail besprechen, aber nur mal so Punkte einmal rausgreifen. Du hattest gemeint, dass du den Großteil der Filme gesehen hast, die da diesmal ausgezeichnet worden sind. Gerade die größte und wichtigste Kategorie ist natürlich der beste Film. Und da gibt es auch wirklich jede Menge gute Filme, die da dieses Jahr auch zur Auswahl standen. Ist die Wahl deiner Meinung nach auf den rechten Film gefallen? Ich finde ja. Also ich habe nicht ganz alle gesehen. Mir fehlen natürlich auch Lady Bird und Phantom Thread und von Paul Thomas Anderson und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri habe ich leider nicht gesehen. Die Verlegerin habe ich mich geweigert, den anzusehen. Nicht, weil ich irgendwas gegen die Beteiligten habe, sondern weil für mich das einfach aussah wie diese Art von zynischem Oscar-Köder-Film, wo die halt einfach auf Nummer sicher gehen wollen. Und entsprechend, dass er überhaupt nominiert wurde, finde ich es eigentlich schon eine ziemliche Schweinerei. Genauso wie es damals war mit Extrem laut und unglaublich nah. Halt, wo man sich denken kann, wie kann man eigentlich so dermaßen faul sein mit seiner Thematik und mit der Besetzung der Schauspieler, dass man halt so dermaßen auf Nummer sicher gehen möchte, dass er in irgendeiner Form für Oscars nominiert wird. Und ironischerweise war Tom Hanks in beiden. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall den 3 Billboards empfehlen, denn der wäre meine persönliche Wahl gewesen. Ich habe jetzt nicht alle davon gesehen, aber 3 Billboards ist wirklich so meine Entdeckung der letzten Monate gewesen. Sehr guter Film. Und wie sieht's aus bei den beiden anderen Kategorien? Beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Da haben wir Gary Oldman für Dunkelste Stunde, den ich leider nicht kenne. Und bei Hauptdarstellerin eben die Frances McDormand aus 3 Billboards. Wissen Sie, wie ist deine Meinung dazu? Also beide ausgezeichneten Filme habe ich ja noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass beides großartige Schauspieler sind. Und bei Gary Oldman ist es in dem Sinne, ich denke mal, eine Auszeichnung, die einfach lange überfällig war bei einem Schauspieler seines Kalibers. Und die Tatsache halt, ich meine, es ist eine Art von typischer Oscar-Rolle. Er spielt eine echte Persönlichkeit und verschwindet hinter dem Make-up und so weiter, sodass man halt nicht mehr wirklich den Darsteller sehen soll, sondern halt die Figur. Das ist in dem Sinne typisch und ich finde halt, dass es in dem Sinne eigentlich wahrscheinlich auch verdient geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gut macht. Ich persönlich hätte es Daniel Kaluuya gegönnt für Get Out, weil ich ihn absolut fantastisch fand. Bei Daniel Day-Lewis und Denzel Washington waren die Nominierungen einfach obligatorisch. Aber ich war überrascht, dass Daniel Day-Lewis nicht gewonnen hat, da es ja seine große Abschiedsperformance war und die Oscars lieben solche Hintergrundgeschichten. Also dachte ich mir eigentlich, er kriegt ihn. Aber ich bin froh, dass sie da ein bisschen gegen den Strom geschwommen sind. Und bei Frances McDormand, sie hat ja schon einen Oscar gekriegt für Fargo und garantiert macht sie auch ihre Sache großartig. Aber mein Favorit wäre dann tatsächlich Sally Hawkins gewesen für Shape of Water, weil ich fand, dass sie das, also im Nachhinein, ich habe das ja erst danach gesehen, aber ich fand, sie hat es großartig gemacht. Ich hätte ihr dann die Auszeichnung sehr gegönnt. Aber garantiert hat Frances McDormand sie auch verdient.
Okay, sehr gut. Ja, dann vielen Dank. Ich bin hier gerade dabei, parallel dazu mir ein bisschen mal die Liste mal anzugucken mit den ganzen Nominierungen und wer jetzt hier eigentlich gewonnen hat und so. Und da fällt mir auf, dass da nicht ein einziger Marvel- oder DC-Film dabei gewesen ist. Jetzt haben Überraschung. Wir werden nicht alle so großartig sein wie Suicide Squad. Der ja einen gekriegt hat. Obwohl, Guardians of the Galaxy 2 hat eine Nominierung. Ja, hat er das? Weiß man, für beste visuelle Effekte. Ach ja, okay. Also ich meine, obligatorisch auch irgendwie natürlich, aber ich meine, es zählt trotzdem. Ja, das ist wohl richtig, auch wenn da wahrscheinlich vieles aus dem PC kommt. Aber das ist ja bei klar, natürlich. Das ist das beste visuelle Effekt. Na, wie bei, also hier Dingsbums bei Star Wars mit den Puppen, das würde dann auch dazu passen, oder? Das schon, natürlich. Also ich meine, visuelle Effekte beinhalten vieles, aber halt bei Guardians, finde ich, wäre es auch verdient. Mein Favorit wäre Planet der Affen, also War of the Planet of the Apes gewesen. Ich finde es eigentlich eine Schweinerei, dass auch der zweite Teil da nichts gekriegt hat. Ich meine, Blade Runner sah wundervoll aus, also absolut wundervoll. Ich meine, Kong Skull Island finde ich ein bisschen und Star Wars ist ein bisschen obligatorisch auch wiederum. Und halt bei Guardians, da ist halt dieser Stil so großartig und so viele animierte Charaktere. Und da fand ich, war die Nominierung auch verdient und alles. Aber mein Favorit wäre eigentlich der dritte Planet der Affen gewesen. Also das war meisterhaft, halt wo die Effekte nicht im Vordergrund stehen, sondern die Story einfach großartig unterstützen. Jetzt haben wir ja in den, ich glaube im April ist der Termin, irgendwann Mitte April, Ende April, glaube ich, kommt er dann raus, der neueste Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe, Infinity War. Mike, wie ist denn das bei dir? Freust du dich da so ein bisschen drauf oder ist es einfach nur ein weiterer Marvel-Film für dich? Also ich bin ja jetzt nicht so der mega Marvel-Typ. Also das ist für mich einfach ein Must-Have zu see. Also von daher gucke ich mir sowieso an. Egal, ob jetzt schlechte Kritiken oder sonst irgendwas ist. Ich gucke mir generell alle Superheldenfilme an. Hattest du denn die einen Teil der Comics, die da auf denen das basiert, gelesen? Ja, Infinity Gauntlet. Also ob das darauf basiert, glaube ich eher nicht. Aber ich habe Infinity Gauntlet gelesen und fand es fürchterlich. Aber gut. Sag mal, hat irgendwer von euch da so einen Überblick? Ich weiß jetzt, Panini hat in Deutsch jetzt diesen dicken Schuber rausgehauen. Da sind gefühlt ein Dutzend verschiedene Stories, die alle irgendwie Infinity heißen dabei. Und es geht immer irgendwie um die Avengers, es geht immer um den Handschuh und es geht immer irgendwie auch um Thanos und irgendwie hängt alles zusammen. Hat da irgendwer von euch so einen Überblick, was es da eigentlich gibt? Stefan, wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwie Details? Also ich kenne den Infinity Cycle, da habe ich den Omnibus von, das sind zwei Ausgaben. Dann gibt es halt, wie schon angesprochen, den Infinity Gauntlet. Und dann spielen noch so 3, 4, 5 andere Comics, sage ich mal, diese Infinity-Thematik beziehungsweise halt mit diesen Infinity Stones rein. Und aus all diesen Comics, beziehungsweise wird dann halt immer empfohlen, all diese Comics mal gelesen zu haben, wenn man wissen will, was in Infinity War passiert. Aber das kann man halt einfach so auch nicht sagen, ne? Beziehungsweise hoffe ich halt auch nicht, dass es genauso im Film passiert. Das wäre ja fürchterlich. Ja, dann wäre ich ja ultimativ gespoilert und das will ich natürlich nicht. Ja gut, aber welcher Superheldenfilm hat denn wirklich mal die Handlung durchgezogen aus dem Comic? Also mir fällt jetzt ad hoc keiner ein. Sin City. Watchmen? Ja gut, aber nicht Superhelden. Sin City natürlich. Aber, nee. Ich sag mal, Darüber wollen wir jetzt lieber nicht reden. Oder? Stimmt. In dem Sinne haben sie natürlich irgendwie was verändert, klar, aber es ist trotzdem halt an der Thematik ziemlich nah dran. Also man kann schon bei den ganzen Superheldenfilmen, man findet die immer in Comics wieder, auch wenn es nur Fragmente sind. Zum Beispiel, ganz toll kann man das halt bei Thor 3 sehen, weil ich weiß nicht, ob ihr den animierten Film Planet Hulk kennt. Ja. Aber es ist halt eigentlich im Kern Planet Hulk kombiniert mit Thor, weil bei dem animierten Film Planet Hulk liegt der Fokus komplett auf Hulk und Thor kommt gar nicht drin vor, beziehungsweise wird nur angerissen, der spielt halt keine Rolle in dem Comic. Und bei Thor 3 ist es halt genau andersrum. Das ist halt die Thor-Story, wo man quasi Planet Hulk implementiert hat, aber die ganzen Comic quasi natürlich auf Filmkapazität komprimiert hat. Und das, also alle anderen Superheldenfilme findet man genauso auch in den Comics wieder, die Stories. Ja, ich meine, Age of Ultron, das ist halt die ganz klassische Ultron-Saga von den Avengers-Comics, einfach in einer anderen Form präsentiert. Ich finde es halt auch extrem unnötig, dass man halt sagt, man nimmt die Comic-Vorlage und setzt sie detailgetreu um. Man muss halt immer dazu denken, für wen sind die Filme eigentlich? Und die Filme geil finden,
sind keine Comicleser. Also ja. Das sind halt die, die also auch die Leute, die auf Comic-Cons rumlaufen, das sind diejenigen, die Filme geil finden, aber halt noch nie einen Comic von der Materie in der Hand gehabt haben. Und für das, was es ist, finde ich super. Und haben auch die Daseinsberechtigung. Gut, bei Batman wie Superman können wir uns drüber schreiten über die Daseinsberechtigung, aber nee, ich war maßlos enttäuscht von dem Film. Aber Deadpool wie der Rest zum Beispiel, der Welt. Ja, du. Aber Deadpool zum Beispiel ist so ein Ding, das feiere ich eigentlich als DC-Fan in allen Maßen, weil der halt so auf sämtliche Konventionen scheißt. Der bricht durch die vierte Wand und macht einfach too sure Spaß. So hier allein hier diese Szene, wo Deadpool hier am Xavier-Institut anklopft und nur die zwei Dinger findet, die zwei also Colossus und Teenage Warhead. Richtig, genau. Also der kann das Studio euch nicht mehr als zwei X-Men leisten oder so ähnlich. Fand ich großartig, was einfach witzig und meistens auch wahr ist und so. Und da fand ich halt zum Beispiel als Gegenbeispiel hier Batman wie Superman furchtbar. Ja. Also bin ja wirklich großer Batman-Fan und mag auch Superman sehr gerne, aber puh, nee, also auch Justice League haben sie durch den Reißwolf gejagt, das war auch nichts. Also ja. Das ist natürlich ein großes Ding mit Warner, die da, denke ich, einfach einen Fehler nach dem anderen machen und die kreativen Köpfe, die sich ins Boot holen, spätestens im Produktionsprozess nochmal ordentlich vor den Kopf stoßen, die dann teilweise noch vor der eigentlichen Produktion wieder abspringen. Also ich glaube, also über Warner und das generelle Produktionsverhalten von diesen DC-Filmen, da könnte man sich, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Weil du jetzt aber auch gesagt hattest, auf Konvention scheißen und einfach mal machen. Das ist ja eine Sache, die ich jetzt bei einem Marvel-Film, beim Infinity War, der da jetzt kommt, in der Form vielleicht gar nicht erwarten würde. Man sagt, man spricht ja immer wieder von dieser Marvel-Formel. Was sind denn jetzt deine Erwartungen oder generell auch an euch alle, was sind denn eure Erwartungen jetzt von dem Film? Was kommt da auf uns zu? Ist es einfach nur ein plumpes Aufeinandertreffen aller Superhelden, die gegen Thanos kämpfen? Oder wird es vielleicht die ein oder andere Ebene sein? Einfach mal Brainstorming, was sind so eure Ideen? Was erwartet ihr von Infinity War? Also, meine Idee ist, wenn ich mir mal kurz den Vortritt erlauben darf, erstmal muss in irgendeiner Form das Team wieder zusammenfinden, weil die sich ja im Prinzip aufgespaltet haben in Civil War. Sie finden in irgendeiner Form wieder zusammen. Ich schätze mal, die Guardians kommen erst relativ spät und wir erfahren, was mit Thor und Loki passiert, was ja ein bisschen im Trailer zu sehen ist, wofür sie wahrscheinlich gefangen genommen wurden oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau. Ich rechne damit und hoffe eigentlich auch, dass irgendwelche wichtigen Charaktere auch sterben. Also tatsächlich, dieser Film ist sehr, sehr lang, so viel ich auch schon weiß. Es geht ja irgendwie über 2,5 Stunden. Es wird ein episches Teil. Es wird natürlich wieder Humor geben, aber da es die Regisseure von den neuesten Captain America-Filmen sind, wird das in dem Sinne wahrscheinlich wieder ein bisschen gedrosselt sein, entsprechend. Wir werden ein bisschen mehr über Thanos. Oh mein Gott, Humor im Humor, oh mein Gott. Ja, schon. Aber halt in den beiden letzten Captain America-Filmen ist das halt vergleichsweise rar gesät. Aber trotzdem halt passt das immer gut. Ich meine, Marvel ist allgemein leichtherzig, auch wenn Civil War und Winter Soldier in dem Sinne halt eher in Richtung Thriller gingen, also teilweise jedenfalls. Und also ich rechne damit, dass hier einige sterben. Ich rechne sogar, also das ist jetzt nur eine Vermutung, dass Iron Man stirbt. Oder wenigstens jemand von seinem Charakterkaliber. Also einer von den Wichtigen sollte eigentlich auch sterben aufgrund der Dramatik. Und das sage ich als jemand, der überhaupt nicht die Comics kennt, der einfach nur von dem ausgeht, was solche Filme normalerweise tun und was sie eigentlich auch tun sollten. Also da, und ich weiß aber nicht, inwiefern der Film enden wird. Also ich weiß nicht, wo halt am Schluss dann alle stehen werden, weil es halt der erste Teil von Zweien sein soll. Und dazwischen soll es ja noch einen dritten Guardians geben und so. Also glaube ich, von denen stirbt wohl keiner. Aber ja, das sind so meine ganz groben Erwartungen. Aber insgesamt hoffe ich einfach auf einen spaßigen Actionfilm, der das fortsetzt, was die Marvel-Filme bisher immer gut gemacht haben. Und ich hoffe, dass einige Charaktere einfach gut ins Rampenlicht gerückt werden, die ich mag. Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen, weil, also ich, meine Devise ist eigentlich, ich gehe immer ohne Erwartungen in einen Film rein, weil da kannst du erstens nicht enttäuscht werden und zweitens ist der Überraschungseffekt dann viel größer. Und bisher
hat mich eigentlich noch kein wirklicher Marvel-Film so hart enttäuscht, wie jetzt wie ein DC-Film oder so. Und also bei dem neuesten Avengers habe ich jetzt so einfach nur das die Erwartung, oder was heißt die minimale Erwartung, dass es halt einfach ein riesiges Gekloppe wird. Hier, da kommen alle miteinander zu und das, was du halt jetzt auch gesagt hast, dass sie sich wieder finden müssen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt so das Gefühl, das wird ein riesiges Gekloppe werden. So, alle müssen sich halt auf den einen Gegner fixieren, weil das ist die eine Bedrohung und wie du sagst, da wird bestimmt einer draufgehen. Und bin dann mal gespannt, wie dann der Outrage sein wird im Internet. Wenn du sagst, das großes, ist, ja, wenn das du ist eigentlich das Spannendste dabei. wenn du sagst, großes Gekloppe, also wirklich jetzt nicht sonderlich viel, daraus interpretiere ich nicht sonderlich viel Tiefgang, würde dir das schon genügen, einfach alle Helden da auf einer in einer Szene zu sehen? Es gibt ja nun so Gerüchte oder so auch, glaube ich, definitive Aussagen, dass es Szenen gibt mit paar 70 Charakteren, die gleichzeitig in dieser Szene auftreten. Da gehen die Spekulationen los, wer das alles sein könnte. Vermutlich wird es irgendeine riesengroße Schlacht sein. Würde euch das genügen oder im Speziellen auch dir, Chris? Wäre das alles, was du von dem Film eigentlich sehen willst? Naja, was heißt sehen will? Also ich bin halt, wie gesagt, für alles offen. Erwarten tue ich auch nichts. Ich sag mal so, wenn mir das gut erzählt wird und spannend erzählt wird, dann fände ich das auch geil. Also ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwie einen halbstündigen Dialog zwischen Iron Man und Thanos zu hören, ob das jetzt eine gute Idee ist, die Welt zu unterjochen wegen ein paar Steinchen. Wie gesagt, ich bin halt relativ gespannt, wie sie halt wirklich, wie die ganzen Charakter interagieren. Und vielleicht wird es dann halt ein bisschen, ich würde mal sagen, epischer, weil Civil War war ja halt ein bisschen weichgespülter im Gegensatz zur Vorlage, die ich nicht gelesen habe. Ich kenne halt nur Auszüge und so. Und da war halt diese zwei Fronten hier von Captain America und Iron Man, da waren ja Dutzende von Helden dabei, die ja wirklich sich in der Stadt hier komplett die Schädel eingedroschen haben. Und im Film hat man ja den Leipziger Flughafen und da waren halt da ein paar Leute, und die haben ein bisschen da rumgeturnt. Aber deswegen erwarte ich halt jetzt von dem neuesten Teil wirklich ein riesiges Gekloppe und eigentlich erwarte ich nur Action. Weil ich will unterhalten werden, wenn ich in den Film reingehe, und ich erwarte jetzt auch keine große Story dahinter. Wie gesagt, das, was halt schon erwähnt wurde, dass halt ein paar rote Fäden zusammengeführt werden. Und ja, mehr erwarte ich eigentlich auch nicht. Es gibt ja voll die Spekulation, wer stirbt und wer eventuell nicht stirbt und so. Aber man könnte ja mal andersrum fragen. Wer darf denn auf gar keinen Fall sterben, weil es ein Charakter ist, von dem ihr unbedingt noch mehr sehen wollt? Wie ist denn das bei dir, Mike? Welchen Charakter würdest du gerne noch in dem einen oder anderen Film sehen wollen? Ich will einen 90-Minuten-Film, wo der Hulk alles nur kaputt haut. Und tatsächlich hat der Darsteller von Hulk ja kürzlich gesagt, er hätte, glaube ich, irgendwie nur 4 Zeilen oder so in dem Film, zumindest als Hulk. Also denke ich, ich glaube nicht, dass wir viel von dem Hulk sehen werden. Es gibt natürlich viele Spekulationen um das ganze Thema. Es gibt auch so ein paar Fakten, an denen ich mich gerne entlang hangle, wenn ich quasi, also ich will nicht sagen, meine Erwartungen stricke, weil ich gehe auch immer mit null Erwartungen in so einen Film rein, weil sonst wird man ja doch nur enttäuscht. Es gibt halt, was ich immer ganz cool finde, ich weiß nicht, ob ihr euch dafür interessiert, sind die Lego-Sets, die im Voraus rauskommen zu sowas. Oh nein, oh Gott. Ja, doch, und, doch. Die Lego-Sets, die zeigen einem ziemlich genau, was passieren wird. Also die spoilern eigentlich unglaublich, aber man sieht wirklich ganz genau, was die Kernhelden erstmal tun werden in dem Film. Und ich kann das mal gerade ausführen an den Sets, die im Voraus rausgekommen sind. Das ist ja nur Spekulation, wir wissen es ja nicht, wir haben den Film ja nicht gesehen, insofern ist das eine reine Spekulation und genau darum soll es hier heute auch gehen. Also was eben auch schon angesprochen wurde mit Thor und den Guardians, Thor und die Guardians, die werden wohl versuchen, Thor eine neue Waffe zu besorgen. Das ist in dem Lego-Set zu sehen, das soll ja dann auch nicht. Also Mjolnir ist auch, wurde auch schon im Toys R Us oder so gesichtet, das Spielzeug. Genau, Stormbreaker heißt die Waffe. Ja, das ist diese Hammer-Axt, ist das, glaube ich. Okay. Das sieht zumindest aus wie Hammer und Axt.
Und, das klingt cool auf jeden Fall. Ja, das soll auch ganz cool sein, das Ding. Und wir sehen auch halt, was die anderen Helden quasi machen. Hulk und Falcon kämpfen halt gegen Proxima Midnight, ein neuer Charakter, der Infinity War auftauchen wird. Und zu der, ich hole jetzt mal ein bisschen raus, ja, ich weiß nicht, aber das muss man alles ein bisschen erklären. Proxima Midnight gehört halt zu der Black Order und die Black Order sind quasi die Hauptmänner von Thanos. Das ist halt Cal Obsidian, Corvus Glaive, Proxima Midnight und Ebony Maw, glaube ich. Und diese vier von der Black Order werden quasi halt überall auf der Erde diese Invasionen starten. Und dann kämpfen halt Hulk und Falcon kämpfen gegen Proxima Midnight. Der Captain und Black Widow kämpfen, glaube ich, gegen die Invasionen in Wakanda, was man ja auch in dem Trailer sowieso schon sehen kann. Das ist keine Überraschung. Black Panther und Vision kämpfen in den Lego-Sets gegen Corvus Glaive. Und Cal Obsidian und Ebony Maw kämpfen gegen Doctor Strange und Iron Spider im Sanctum Sanctorum in New York. Ah, also und, das bedeutet, es sind verschiedene Fronten. Genau, darauf will ich halt hinaus. Also das letzte Set zeigt übrigens, wie Thanos gegen Iron Man und die Guardians kämpft um die Infinity Gauntlet. Und, davon sehen wir ein bisschen was im Trailer, also jedenfalls mit Iron Man. Genau, und das sind halt, also ich denke nicht, dass wir dieses dicke, große, diese große Schlacht bekommen, wo dann, also es sollen übrigens 67 Charaktere sein, die dann in Infinity War irgendwie aufeinandertreffen. Jesus Christ. Und ich denke, dass einfach diese ganz vielen Handlungsstränge zum Ende des Films hin zusammengebracht werden. Am Anfang des Films geht es ja auch, man muss ja erst mal sehen, Thanos kommt ja nicht mit der Infinity Gauntlet auf die Erde. Thanos braucht ja diese Infinity Stones, die hat er ja noch gar nicht. Anders wie im Comic zum Beispiel. Ja, aber den Gauntlet hat er ja, also irgendwie, das sieht man ja am Schluss von Age of Ultron, den Gauntlet hat er, aber die Steine halt nicht. Genau, den Gauntlet hat er, weil die Replika, die steht ja, glaube ich, oder die war ja dann in Asgard gewesen, konnte ja, man sehen in einer Szene, dieses Plastikding. Und wie gesagt, der kommt halt ohne die Steine, beziehungsweise vielleicht hat er den Soulstone, da gehen ja die Meinungen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, auseinander. Aber ich denke, er wird an den verschiedenen Stellen halt jetzt angreifen. Das muss dann halt auch zum Beispiel beim Collector sein, weil er hat ja den Aether-Stein, den roten. Ja, und am Ende werden all diese Handlungen zusammenlaufen und ich denke, dann wird es darum gehen, dass Thanos versucht, diese Infinity Gauntlet zusammenzusetzen und die Guardians, damit Iron Man, ich denke, da werden alle Helden, auch Hulk und so weiter dabei sein, ihn versuchen, daran zu hindern. Und ich denke, am Ende des Films wird es ihm gelingen, die Gauntlet zusammenzusetzen und halt diese ultimative Macht zu erreichen. Und das wird meiner Meinung nach der Cliffhanger sein. Also, glaubst du vielleicht, dass wir dann erst gegen Schluss, dass sich quasi das Team zusammenfindet und das dann halt auch ein Teil des Cliffhangers ist und dass sie vorher nicht komplett an einem Ort zu sehen sein werden? Ja, definitiv. Ja, man sieht es ja auch schon im Trailer. Ja, man sieht ja an keiner Stelle im Trailer mehr als, sage ich mal, drei Helden auf einem Haufen. Ja, größtenteils, ja. Also da... Ja, die einzige ikonische Einstellung, die wir kriegen, ist, glaube ich, am Ende vom Trailer, wo die im Wakanda alle nebeneinander laufen. Und das sind, ich weiß jetzt nicht genau, der Captain, Black Widow... Das sind die allerwichtigsten, aber halt ja, nicht alle. Aber also auch die Schwächeren. Ja, wir sehen halt in keinem Zeitpunkt des Trailers die Helden, die wirklich die Chance hätten, gegen Thanos überhaupt zu bestehen. Ja, das sind halt die Guardians, das ist Hulk. Die sehen wir ja nicht wirklich oder nicht viel davon. Ja, wir sehen ganz am Ende in dem Trailer halt einfach nur Thor und der auf die Guardians trifft. Und das war's. Ja, von daher wissen wir noch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, die werden diese Waffe für Thor holen gehen. Ich weiß gar nicht, ob die dann überhaupt noch auf die Erde kommen. Ja, das würde ich mich auch wundern. Also das könnte auch gut sein, dass das auch gar nicht auf der Erde alles stattfindet dann im Endeffekt. Kann gut sein, dass die Guardians vielleicht auch erst ganz am Schluss dazustoßen, aber also auf die Erde tatsächlich. Das ist gut möglich. Und vielleicht, um nochmal auf die Frage einzugehen, ich denke, dass definitiv jemand sterben wird. Das wurde ja auch schon angekündigt. Und es gibt da eigentlich drei prominente Theorien, sage ich mal. Die erste ist halt, dass Hawkeye stirbt, weil er halt nicht gezeigt wird oder nicht großartig gezeigt wird. Deswegen wird spekuliert, dass er vielleicht ganz am Anfang des Films aus dramatischen Gründen stirbt, weil alles, was sie von ihm hätten zeigen können, quasi schon spoilert, was passiert. Ah, okay. Dazu passend noch eine andere Theorie ist, dass zum Beispiel Hawkeye, weil er bisher noch gar nicht gezeigt wurde und auch sehr wenig vermarktet wurde, dass er eine der großen Hauptrollen spielt und die es deswegen nicht gezeigt haben, weil die halt genau diesen Plot-Twist quasi nicht spoilern wollten. Das wäre cool. Weil er auch ein sehr beliebter Held ist, muss man dazu sagen. Der Hawkeye, auch wenn er, ich sag mal, aus der Gruppe eigentlich schon der schwächste Held ist, in Anführungszeichen, hat er eine riesen Fanbase. Zu Recht. Die zwei anderen Theorien, die Tode der Marvel-Charaktere betreffen, sind, dass einmal entweder Iron Man oder Captain America stirbt, weil das halt wirklich die zwei Dreh- und Angelpunkte in den Avengers sind. Ja, das hat man ja bei Civil War einmal gesehen.
Und die prominenteste Theorie ist wirklich, dass Iron Man sterben wird. Erstens ist sein Vertrag ausgelaufen. Ja, Er hat seine 3 Filme abgedreht und es gibt bis jetzt auch keine Verlängerung. Gibt es bei den anderen auch nicht, aber bei ihm ist es wirklich am deutlichsten, weil sein Vertrag ist schon längst abgelaufen mit Iron Man 3 und er hat halt immer noch kleine Rollen, in denen er auftritt, wie zum Beispiel in Spider-Man. Ja. Aber, oder ich meine, in Captain America war ja quasi die zweite Hauptrolle auch, also im dritten Captain America. Ja, kann man so sehen. Und es wäre halt wirklich am tragischsten, wenn er stirbt, weil er ist der ikonischste Charakter. Mit ihm hat das MCU angefangen, ja. Und mit ihm könnte natürlich auch das jetzige MCU enden, quasi. Also meine Theorie, da er aber in den Lego-Sets noch gegen Thanos kämpft, was ja relativ am Ende von dem Film passieren muss, würde ich vermuten, dass er am Ende stirbt. Ja, auf jeden Fall, das sollte auf jeden Fall, also wenn er stirbt, das sollte der große dramatische Höhepunkt sein tatsächlich. Und ich hoffe, sie versauen es nicht mit irgendeiner fehlplatzierten Slapstick-Sequenz oder so. Also ich rechne damit, dass das auf jeden Fall in dem Sinne ein düsteres Ende wird. Vielleicht so im Vergleich mit halt dem zweiten Hobbit oder mit die zwei Türme, wo halt am Schluss halt, wo es dir nicht wirklich ein Ende gibt, sondern halt noch vieles offen ist, aber halt trotzdem in irgendeiner Form ein kleiner Sieg errungen wird, wer weiß. Aber er sollte, also bei ihm rechne ich am allermeisten damit. Das sollte niemanden überraschen. Nur meine ganze Familie wäre extrem angepisst, weil sie ihn halt auch so lieben und so weiter. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass er seinen großen Arc hatte und er großartig war. Ich meine, er ist einer die sind alle toll, aber er ist einer der besten Schauspieler in dieser gesamten Reihe. Und ich kann aber auch verstehen, wenn er halt, obwohl er das immer großartig macht, dass er natürlich auch was anderes machen will. Also, was ich dazu noch sagen würde, ist, ich fände es auch nicht schlimm, wenn Captain America und Iron Man sterben. Es wäre natürlich super dramatisch, aber das sind halt die zwei Handlungsträger bei den Avengers, sage ich mal. Und man könnte dann halt mit der angekündigten Phase 4 wirklich eine komplett neue Avengers-Gruppe formen. Gerade auch in Richtung X-Men und Spider-Man-Universum gedacht, ja, welche ja wieder zurückgekommen sind. Da kann man natürlich noch eine ganze Menge machen, die ja auch in der Original-Comic-Vorlage alle eine Rolle spielen. Also da sind ja auch X-Men mit dabei. Da sind ja auch Inhumans bei der anderen Comic-Vorlage mit dabei. Also das auch wenn Inhumans, wollen wir jetzt mal schnell vergessen, ja auch gar nicht drüber reden. Aber da kommt natürlich eine Menge zusammen. Und ich denke, das ist das, was am Ende passieren wird. Eine Sache darf man nicht vergessen. Und ich weiß, die wird halt ganz oft unter den Tisch fallen gelassen. Und zwar ist es das, was am Ende von Guardians of the Galaxy 2 gezeigt wird, in der Mid-Credit-Scene. Das ist das Auftauchen von Adam Warlock. Ja. Oh ja! Ja, und das ist halt wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und das wird irgendwie fast überall vergessen zu erwähnen, weil Adam Warlock ist halt die Person, die Thanos besiegt in der Comic-Vorlage. Und wir haben von Adam Warlock bisher noch wirklich noch gar nichts gesehen, außer dass er halt in dieser Mid-Credit-Scene gezeigt wird, quasi wie die Sovereign sind das ja, glaube ich, die ihn erschaffen als perfektes Wesen. Der ist ja im Endeffekt ein Cyborg. Und der schafft ihn halt als perfektes Wesen. Und der hat tatsächlich auch eine sehr enge Verknüpfung mit dem Soul Stone, weil er ist der Träger vom Soul Stone in der After Infinity Story. Und er ist auch eine Zeit lang in dem Soul Stone gefangen, ja, in den Comics. Und ich denke, das ist auf alle Fälle ein Story-Arc, den werden sie ja einbauen müssen, sonst hätten sie ja nicht Adam Warlock angeteasert. Also da wird irgendwas in der Richtung kommen. Und ich denke, dass er als Hoffnungsschimmer am Horizont am Ende von Infinity War auftauchen wird. Mein Problem mit Infinity War, halt das, wo ich eine große Besorgnis habe, ist einfach der Schurke selber, weil obwohl er in einigen Filmen vorbereitet wurde, kommt Thanos für mich nicht als prägnanter Filmschurke daher. Halt, er wirkt auf mich nicht. Und das ist auch mein Problem damit. Ich kenne mich halt mit den Comics nicht aus und deshalb diese Adam-Referenz hat mir halt nichts gesagt in Guardians 2 und als Thanos angeteasert wurde am Schluss von Avengers. Da hat das ganze Kino so angefangen, so zu flüstern, ganz aufregend. Und ich saß da so ganz verloren. Wer ist das? Hellboy in Space? Halt, ich hatte keinen Schimmer davon. Und jetzt inzwischen weiß ich auch nicht viel mehr über ihn. Halt, ich fand seinen Auftritt im ersten Guardians ganz cool. Aber ansonsten ist es einfach dieser Typ, der faul auf seinem Thron sitzt und dann irgendwann zwischendurch sagt, ja, jetzt erledige ich selbst. Und ich denke, ja, wann denn? Ich hoffe ja, dass der einzige Retter des Avengers-Films Howard the Duck ist. das wäre episch, ja. Das stimmt. Oh Gott.
Das wäre nicht schlecht. Also, glaubt ihr, irgendein Charakter wird überlaufen in irgendeiner Form, halt entweder manipuliert oder freiwillig, halt wird irgendeiner böse? Dazu gibt es auch ein ganz populäres Gerücht oder eine Theorie. Und zwar betrifft das auch wieder Hawkeye. Weil Hawkeye ja in Avengers bereits von Loki auf die andere Seite rübergezogen wurde, durch das Scepter, durch das Chitauri-Scepter. Und das ja indirekt quasi auch von Thanos kommt. Und da gibt es jetzt natürlich die Theorie, dass er dann im Zuge dessen wieder Thanos verfällt. Und dass das deswegen auch nicht gezeigt wird, weil das eventuell relativ früh im Film passiert, man dann direkt halt quasi einen Mega-Spoiler hätte. Das finde ich aber redundant, ehrlich gesagt. Weil ich meine, sie haben das in Avengers gemacht, weil Hawkeye ja in den Comics als Schurke anfing, wirklich. Und dann irgendwann später zum Guten wurde. Aber hier in dem Fall, ich finde das irgendwie blöd, weil halt das wäre irgendwie One-Trick-Pony in dem Sinne, weil sie machen dann eine schöne Referenz in Avengers 2, wo er hypnotisiert werden soll und er versetzt ihren Stromschlag und sagt, nein, Gehirnwäsche hatte ich schon. Was ich sehr gut fand. Ich rechne eher mit so jemandem wie Vision. Also wenn er nicht stirbt, also dass er vielleicht in irgendeiner Form von dem, dass Thanos dann den Infinity-Stein, den Vision hat, dass er den benutzt, um ihn zu kontrollieren. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich erwarten würde. Kann sein, dass ich da total falsch liege. Naja, ohne den Stein ist er tot. Naja, aber wer weiß, vielleicht behält er ihn ja an ihm dran. Also vielleicht nutzt er das ja. Wer weiß, also keine Ahnung, könnte ja sein. Hat so ein bisschen Vision von, hat er an seinem Handschuh dran kleben, meinst du, ja? Also das ist quasi so eine Art Puppe, die an seiner Hand mitwackelt. Okay. Keine Ahnung, wie er das macht, aber wer weiß. Also bei diesem Film kaufe ich alles ab, was sie machen. Also wenn er den Mindstone, was ja der Stein in dem, ich sag mal, im Kopf von Vision ist, wenn er den bekommt, hat er halt wirklich die Macht, jedes Wesen zu kontrollieren. Also jedes, sage ich mal, schwächere Wesen, was ja keiner von denen ist ja ein Gott. Deswegen werden sie im Endeffekt alle Opfer des Mindstones. Da bin ich halt wirklich gespannt. Ich bin sowieso gespannt, wie sie die Kräfte der Infinity Stones ausspielen wollen, weil die alle für sich genommen schon stark genug wären, um es mit allen Avengers aufzunehmen. Ja, ich bin wirklich halt dann gespannt, wie sie da irgendwie den Kurve bekommen wollen, um da ein Kräftegleichgewicht herzustellen. Ja, wer weiß, ob da noch Peter Quill wieder eine Rolle spielt. mit einem Dance-Off, ja. Ja, aber bei den ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, Jungs, ich habe da immer so ein Gefühl, also wie wir jetzt hier sitzen, haben wir da vermutlich die Filme, ich schätze mal, alle gesehen. Und jetzt ist halt so, dass da der eine bringt ganz viel Comic-Background mit, der andere hat sich mit Fan-Theorien beschäftigt, der nächste hat sich die Lego-Sets schon genau angeschaut. Aber im Grunde nach muss man natürlich auch sagen, ja, Superheldenfilme sind jetzt tendenziell, zumindest die, wie wir sie aus dem MCU kennen, kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft und man kann da schon einsteigen. Aber gerade jetzt dieser Film, der so ein bisschen das Finale einer langen Filmreihe darstellt, der setzt schon wahnsinnig viel voraus. Gerade so an Vorwissen, was die Charaktere angeht, wer ist das überhaupt, der da gerade die Blitze schmeißt und warum steckt der Typ in diesem Metallanzug? Also doch relativ viel. Ist das ein Ding, wo ihr glaubt, dass das dem Film auch zu Lasten gelegt werden könnte, dass er einfach zu viel voraussetzt? Stefan, ist das ein Eindruck, den du vielleicht auch nachvollziehen kannst? Oder denkst du, dass das, wenn man da so ein bisschen Haken dran macht, dann geht das vielleicht? Also gerade das Marketing vom Marvel sagt ja immer wieder, man muss kein Vorwissen haben und man müsste die Comics auch nicht gelesen haben. Aber also man kann ja mal davon ausgehen, dass die Marvel-Filme alle jetzt in der Summe gesehen sicherlich eine unglaublich erfolgreiche Reihe die letzten 10 Jahre waren. Und das ist wirklich ein riesiger Teil. Gerade jetzt auch nochmal mit Black Panther, der wirklich unglaublich jetzt schon über $1 Milliarde eingespielt hat. Wirklich unglaublich erfolgreich ist. Man kann davon ausgehen, dass die meisten natürlich die Helden kennen. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist halt Infinity Story, weil die Infinity Stones werden immer nur so angerissen. Auch in allen Filmen. Also es wird nie ganz klar erklärt, ich glaube nur an einer Stelle, was diese Infinity Stones eigentlich sind. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, das müssen sie auf alle Fälle in Infinity War am Anfang irgendwie nochmal nachholen. Das haben sie ja zum Beispiel am Anfang von Black Panther erklären sie ja, wie das Vibranium auf die Erde gekommen ist und wie sich daraus Wakanda entwickelt hat. Ja, das war clever. Genau, und das war auch visuell super toll gezeigt, ja. Und ich hoffe, dass sie sowas auch am Anfang von Infinity War machen, dass sie wirklich einfach nochmal zeigen, wo kommen überhaupt die Infinity Stones her, wer hat die erschaffen, wie sind die dann auch nochmal an die einzelnen Punkte gekommen, wo sie jetzt sind. Also nochmal so eine kleine Rückschau, was überhaupt passiert ist die letzten 10 Filme über. Und dann halt auch nochmal zeigen, was passiert denn, oder auch nochmal klar machen, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn Thanos diese Steine und alle auf die Infinity Gauntlet drauf bekommt. Ich denke, das ist irgendwie so ein Story-Arc, den man den Leuten
auf alle Fälle nochmal näher bringen muss. Und da wird auch, also ich bin jetzt wieder bei den Vermutungen, da wird auch gesagt, dass da Bruce Banner eine Riesenrolle spielen wird, weil er natürlich der klügste Kopf der Runde ist. Ah. Und da wird auch gesagt, dass er, also ist, die Leute freuen sich auch wieder auf diese Wissenschaftsgespräche zwischen ihm und Tony Stark. Und da wird dann auch noch Doctor Strange jetzt eine Rolle spielen als dritter klügster Kopf in der Runde. Und da soll es wohl wirklich dann auch noch mal ein bisschen Hintergrundwissen über Bruce Banner quasi geben, weil er ja auch eventuell, das wurde ja nicht gezeigt, am Ende von Thor Ragnarok von gefangen genommen wird. Man weiß es ja nicht. Ja, es taucht ja dieses riesige Schiff von Thanos auf. In der Endcredit-Scene. Und von daher kann es natürlich sein, dass er auf die Erde kommt als Warnung quasi. Das sieht man ja auch im Trailer so ein bisschen. Ja, dass er quasi so der Vorbote ist, während Thor ja mit den Guardians unterwegs ist, dass Bruce Banner schon mal auf der Erde landet und quasi diese Warnung ausspricht, hier Leute, Thanos kommt, Infinity Stones, das ist jetzt gerade die Sache und wir müssen was dagegen machen. Ja, und also das ist so meine Vermutung, wie der Story-Arc dann überhaupt auf die Erde übertragen wird. Klingt nachvollziehbar. Also ich glaube ja, also ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung bezüglich des Vorwissens und so weiter für die Kinogänger. Also ich glaube, dass man das eigentlich gar nicht großartig erklären muss, weil ich weiß jetzt nicht, von wem genau das jetzt vorhin gekommen ist, hier so, ja, was sind diese Steinchen, was passiert, wenn er diese Steinchen in diesen Handschuh packt? Kann ich dir genau sagen, er nimmt diese Steinchen und packt sie auf den Handschuh und dann gibt's was Böses. Und das, glaube ich, reicht dem aktuellen Zuschauer. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man den Zuschauer, der sich jetzt nicht mit den Comics beschäftigt hat, so wie ich zum Beispiel, ich habe gar nichts in der Richtung von Marvel gelesen, ich glaube, den kann man schon einigermaßen zutrauen, dass das irgendwie, dass man anhand der Filme, die schon gezeigt wurden, dass man das schon irgendwie aus dem Kontext schließen lassen kann und nicht großartig erklärt werden muss. Von dem her glaube ich jetzt einfach mal, ich kann mir höchstens so vorstellen, dass das vielleicht wie bei Black Panther hier, dass im Vorspann vielleicht kurz erläutert wird, was die Infinity Stones sind. Aber so im Großen und Ganzen finde ich jetzt nicht unbedingt, dass man das erklären muss. Das stimme ich irgendwie zu, tatsächlich, weil wir haben eine gewisse Erklärung gekriegt im ersten Guardians, weil ich meine, ich brauche auch keine absolut physikalisch-logische Erklärung für den einen Ring oder so. Es ist halt die umreißen grob, ja, Power von Sauron, bla bla bla. Und das reicht eigentlich, weil es halt in dem Sinne dieses Mystische ist. Was auf jeden Fall Vorwissen erfordert, ist halt, man sollte alle Filme in dieser Reihe gesehen haben. Denn gerade halt in Bezug auf die Avengers, es gibt einige dieser Filme, die kann man ohne die anderen MCU-Sachen angucken. Deshalb mag ich die Guardians of the Galaxy-Filme so gerne, weil sie im Moment noch relativ abgesondert sind von all dem. Man kann die gucken und kann das wunderbar nachvollziehen, weil es nicht besonders viele Referenzen gibt, jedenfalls nicht offensichtlich. Und Black Panther in gewissem Sinne auch. Der hat auch ziemlich gut als Einzelfilm funktioniert. Aber ansonsten sollte man eigentlich alle anderen Filme dieser Reihe gesehen haben, um in Infinity War zu gehen. Ich denke, die meisten tun das auch. Ich denke, niemand geht in Infinity War einfach so, ohne halt zu wissen, wer ist dieser Blechtyp da, dieser rot-goldene und was ist Captain America und so weiter. Also die wissen, Kevin Feige und die ganzen Leute, die wissen ganz genau, dass die Leute, die in diese Filme gehen, die sind Fans dieser Reihe und da wird niemand, kein Newcomer wirklich kommen. Natürlich werden sie irgendwie ein bisschen was expositorisch umreißen, garantiert auch den Film Die Stones und ein bisschen mehr von Thanos, aber das war's dann auch. Die wissen, dass die Leute wissen, worum es geht. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Stefan, vielleicht können wir noch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Du hast, wie gesagt, einen Teil der Comics ja auch gelesen. Einfach jetzt gar nicht so viel dazu, nur ein bisschen quasi, was hast du gelesen und kannst du uns das empfehlen? Ist das vielleicht sogar eine gute Vorbereitung für den Film? Ja, da scheiden sich ja immer die Geister bei sowas. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, Infinity Gauntlet gelesen. Das ist eine 6-Teil. Das sind eigentlich 6 Comics, die halt genau um diese, sich um diese ganze Thematik Thanos mit den Infinity Stones drehen. Und ich habe jetzt davon quasi den Omnibus, also die Zusammenfassung von den 6 Teilen. Das sind schön auf 260 Seiten sind es, glaube ich, zusammengefasst. Man muss ein bisschen auf ältere Comic-Zeichnungen stehen. Ja, es ist jetzt nicht dieses ganz moderne und düstere. Es ist dieses Marvel-typische Bunte und etwas, ich will nicht sagen einfach gezeichnet, aber es sieht halt einfach viel, viel bunter aus. Ja, wenn man da aktuelle Comics guckt, die sind alle deutlich dunkler gezeichnet oder auch düsterer gezeichnet. Da gibt es aber natürlich auch noch den zweiten Infinity, also so einen zweiten Infinity Omnibus, der nennt sich einfach Infinity. Mhm. Ist ein Zweiteiler, der ist wieder etwas düsterer gezeichnet. Und es geht in beiden auch um unterschiedliche Story-Arcs zu den Infinity Stones. Also sie behandeln beide Infinity Stones und auch Thanos, aber gehen halt unterschiedlich darauf ein. Es gibt auch unterschiedliche Ausgänge. Und
Ja, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Also ich fand ihn sehr lesenswert. Ich gucke auch gerne rein oder lese die einzelnen Teile nochmal. Aber es ist halt auch eine Marvel-typische Story. Man darf jetzt auch keine großen Überraschungen erwarten. Ja, wir haben einen Oberbösewicht, wir haben viele Helden und wir haben auch viel Kampf. Ja, so würde ich es einfach mal zusammenfassen. Eine ganz typische Story. Sicherlich nicht das Beste aus dem Hause Marvel, aber bei weitem auch nicht das Schlechteste. Okay, ja, dann danke für deine Meinung dazu. Hast du die Comics irgendwie als Trade gekauft oder waren die digital? Ich habe mir da richtig das Hardcover von geholt. Das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass ich seit 10 Jahren auf Infinity War warte und halt an irgendeinem Punkt gesagt habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich habe den erst seit kurzem wirklich gesagt habe, davon willst du jetzt halt auch den Comic haben. Und der ist hier in so einem glänzenden Metallic Hardcover und das sah halt einfach richtig gut aus. Ja, und ich wollte halt einfach wissen, was auf Comic-Seite passiert, und da habe ich halt auch gesagt, da nimmst du jetzt auch nicht die digitale Ausgabe, das Ding willst du halt im Regal stehen haben. Also eine Ausgabe, die extrem hochwertig verarbeitet ist, von der es vermutlich auch nur eine limitierte Anzahl gibt und die wir uns jetzt hier in Deutschland endlich kaufen können. Und es klingt auch nach einer Ausgabe, die ich mir eventuell holen würde, wenn ich Geld in Comics investieren möchte, in der Hoffnung, dass die irgendwann ein bisschen wertvoller werden. Und zum Glück habe ich heute hier jemanden in der Runde mit dem Mike, der sich mal mega auskennt, was Investitionen in Comics und auch so diese ganze Thematik drumherum angeht. Sag mal, Mike, was meinst du denn? Wäre das jetzt ein Comic, den ich mir kaufen will, wenn ich mal irgendwie richtig Kohle machen will? Nö. Over. Done. Nein, also wenn, solltest du dir Infinity Gauntlet 1 kaufen von Marv Wolfman und George Perez, was ich auch hier habe. Ich habe die Mini im US-Original hier, weil das ist dann eine Ausgabe, auf die spekuliert wird. Aktuell natürlich Logan's Run 7, weil Thanos da so die Origin und sowas drin ist, was eigentlich früher so ein Billigheft war. Aber durch den Movie-Hype geht das so ein bisschen ab, das Heft. Logan's Run, ist das nicht dieser Science-Fiction-Film da genau gewesen? Und da kommt Thanos' Origin vor in Heft 7. Ernsthaft? Ja. Aber das kam nicht im Film vor, oder? Nein, aber das ist durch den Hype, wird in solche Hefte gepusht. Weißt du auch, genauso wie Darkhawk und so weiter. Darkhawk wird in Guardians of the Galaxy 2 auftreten. Deswegen müsst ihr dieses überproduzierte 90er-Heft jetzt für $20 kaufen, statt für 50 Cent in der Grabbelkiste. Weil das ihr erster Auftritt ist. So funktioniert Spekulation. Du hast ja offensichtlich so irgendwie so einen Überblick und scheinst da auch ganz schön drin zu stecken, wie das mit den Comics eigentlich so läuft und vor allem auch mit der Investition in Comics. Wie sieht das auch so ein bisschen, einfach so der Verlauf, der Wert einzelner Issues dann sich eben auf dem Markt quasi widerspiegelt. Was genau hast du da eigentlich im Blick und vor allem warum? Ja, also im Grunde mache ich das, weil ich Jäger und Sammler bin, was uns ja allen so ein bisschen im Blut liegt. Und es ist so, dass ich ja hauptsächlich früher Deutsch gelesen habe, aber eigentlich ist mein Newsfeed bei Facebook nur noch auf Englisch, weil ich halt in diesen ganzen US-Gruppen und so weiter drin bin. Und immer wenn da dann ein Buch heiß wurde, habe ich natürlich hier, bin ich zu spät dran. Und dann kommen natürlich die eBay-Preise und hier in Deutschland ist es dann meistens schon ausverkauft. Und dann musst du halt für teuer Geld das bei eBay kaufen. Deswegen habe ich angefangen, da so ein bisschen nachzujagen, welche Hefte könnten im Wert hochsteigen, welche Hefte sollte man sich schon mal zum Spekulieren so ein bisschen hinlegen. Mir persönlich geht es eigentlich darum, ums Haben. Also im seltensten Fall verkaufe ich das dann danach weiter. Und weil ich es halt, dann, wenn so ein Buch heiß wird, dann will ich es natürlich auch haben. Ich habe mir auch Darkhawk 1 gekauft. Aber jetzt nicht, weil ich damit spekulieren wollte oder sonstiges, weil ich halt das so affig fand, also dieses Thema. Das heißt, ich bin der Einzige, der das gelesen hat. Nee, ich habe es auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Nee, da graut es mir vor. Nein, mir ging es einfach nur ums Haben, weil halt Darkhawk wurde immer so als dieses Negativbeispiel für Spekulieren. Also es war halt das Gerücht, dass er halt in Guardians of the Galaxy 2 auftritt. Plötzlich haben alle Leute, mussten Darkhawk 1 sich kaufen, obwohl das wirklich ein überproduziertes 90er-Heft ist, was man eigentlich hinterhergeschmissen bekommt. Aber da hat er halt seinen ersten Auftritt. Und da kommen wir dann auch wieder zum Ami-Sammeln. Dort ist es so, dass sehr, sehr viele Sammler auf First Apps gehen, also First Appearance, sprich erster Auftritt. Der erste Auftritt von Spider-Man, Daredevil und so. Das sind halt alles so, natürlich Superman, Action Comics 1 ist natürlich so das teuerste. Das sind halt so, wo die Sammler darauf gehen. Darauf spekulieren sie dann auch und sowas kaufen sich auch Leute, die
die das einfach zur Seite legen wollen, aus Wertsicht. Weil Spider-Man wird immer populär sein und schwierig, dass das irgendwann mal runtergeht. Eher nicht. Wirst wahrscheinlich nicht. Ja. Nee, genauso halt bei den teureren Ausgaben, also von früher und so. Die gehen meistens im Wert nicht runter. Also ich habe es jedenfalls nicht gesehen, dass da plötzlich... Eher ist es so, dass die selbst bei Zuständen, also ich sag jetzt mal, wenn man jetzt vom Grade ausgeht, von 0,5, also was mega schlecht ist, 10 ist das Beste, selbst die Hefte steigen im Wert. Wo man früher, also sagen wir jetzt vor 5, 6 Jahren, hat man dafür 500 bezahlt, jetzt mal bei 1.000 bis 1.500. Einfach, weil natürlich auch durch jetzt, weil halt Comics oder die Popkultur-Comics sehr groß ist zurzeit, immer mehr Interesse an diesen Figuren entsteht. Und was wollen die Leute haben? Die wollen nicht irgendwie Nummer 267, die wollen den ersten Auftritt von Venom, Spider-Man 300. Solche Hefte suchen die Leute dann halt auch einfach nur, um sich die schön ins Regal zu stellen. Ne, die packen sich da ja nicht einen ganzen Rand an, sie wollen ein Heft, das wollen sie sich an die Wand haben und dann soll es halt ein besonderes Heft sein. Und dann geht man halt auf diese First Apps. Es kann dann halt auch mal sein, dass es der Tod ist einer Figur, obwohl das mittlerweile ein bisschen obsolet ist, weil sie kommen ja alle wieder. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so, aber halt auch neue Kostüme. Wir haben jetzt schon gehört, Iron Spider, der dann halt auftaucht in Infinity. Selbst das Heft geht jetzt auch steil nach oben, einfach weil weil Spider-Man halt den Iron Spider-Outfit anhat, ist dieses Heft jetzt auch mega gefragt. Das ist passiert ja nach Civil War so ein bisschen in dem Zeitraum, kriegt er ja sein Iron Spider-Outfit und das Heft ist jetzt auch schon nach oben gegangen. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Ich war vorhin total verwirrt bei Infinity War. Der und Iron Spider kämpfen gegen das. Und ich dachte, wer zum Fuck ist Iron Spider? Und jetzt endlich, ach so. Das ist einfach nur das Kostüm von Spider-Man. Ja, das ich bin Comic so dämlich. Ja, im Comic halt von Tony Stark bekommen. Und, ja, genau. Ich meine, ich bin so doof. Danke. Okay, es sind also vor allem diese First Apps in Superhelden-Comics aus dem US-Markt, den du jetzt gesprochen hast. Kannst du solche Erfahrungen auch für den deutschen Markt bestätigen? Oder gibt es eigentlich? Nein, nicht? Absolut nicht. Der deutsche Sammlermarkt ist, First Apps interessiert hier gar keinen. Also was hier halt sehr gefragt sind, halt so Hardcover-Auflagen, die halt sehr hoch gehen. Oder halt, hier ist halt das Problem halt, ich sag mal, dass zum Beispiel, das sind halt US-Nachdrucke. Und hier geht es dann halt eher darum, wenn sie ausverkauft sind. Also wenn ich jetzt unbedingt jetzt den Scott Snyder Run in Detective Comics lesen will, Hungrige Stadt und so weiter, das ist halt ausverkauft. Da kommst du halt nicht mehr ran. So, wenn du das jetzt auf Deutsch lesen willst, das wollen nicht viele abgeben, weil es ja auch eine geile Story ist. Und dann musst du dafür halt ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Aktuell waren es ja auch die Green Lantern Hardcover von Eagle Moss, was halt Panini sich seit 100 Jahren gegen wehrt, da das nochmal neu aufzulegen. Warum auch jetzt immer? Blackest Night haben sie ja jetzt nochmal neu aufgelegt. Aber das wollen sie ja in 100 Jahren nicht. Und dann hast du halt als Deutschleser keine andere Möglichkeit, als diese limitierten Bände dir zu kaufen. Weil du halt anders da nicht rankommst. Wenn du jetzt US-Leser bist, ist es natürlich Banane. Weil dann gehst du zu Comixology oder holst dir das straight oder holst dir das und kriegst halt an jeder Ecke. Aber als Deutschsammler bist du halt auf diese limitierten Hardcover dann halt angewiesen. Und es hat halt auch viel mit der Haptik zu tun. Also deutsche Hefte mit First Apps oder sowas eher nicht. Eher geht es denn halt um Auflage, die denn geringer ist. Es sei denn, wir reden vom Variant-Cover von Trachtman 1. Das ist natürlich eine Sache da, die muss man im Schrank haben. Muss man alle haben. Und Trachtman muss man generell alles haben. aber vielen Dank für die Werbung. Bei Trachtman reicht es auch nicht, dass man das Heft hat mit dem First App von Trachtman. Da muss man auch die Originalseite haben im First App. Ah. Ja. Aber die hab nur ich, die gebe ich auch nicht mehr an. Wie sieht es eigentlich aus mit diesen First Apps? Also du hattest jetzt natürlich das bekannteste, prominenteste Beispiel angesprochen, also Action Comics 1 mit dem ersten Auftritt vom Stählernen. Jetzt ist natürlich so, dass die First Apps gerade von den großen bekannten Helden, die liegen jetzt ja nun schon einige Jahre zurück. Ich vermute mal, da kommt man auch nicht einfach so an die Nummer 1 wieder ran. Jetzt haben wir natürlich auch aktuell immer... Bei Marvel schon. Also von Marvel, dass er erst in den 60ern gestartet ist, das kannst du dir, wenn du Kohle in der Tasche hast, kaufst du dir, gehst einmal eBay USA und kaufst dir alles. Wenn du die Kohle hast, kannst du die sofort alle kaufen. Es ist auch nicht so, dass die besonders selten sind oder so. Die gibt's haufenweise. Die sind halt nur sehr teuer. Wenn du die Golden Age Hefte jetzt von Superman und Batman,
die gibt es wirklich nicht häufig, weil in den USA war es halt so, vom Zweiten Weltkrieg haben die halt Altpapier und sowas alles gesammelt. Und da gingen natürlich die Hefte flöten und deswegen sind die halt auch wirklich selten. Und deswegen sind die halt auch so teuer. Bei Marvel ist es nicht so, dass die besonders selten sind, die Hefte. Also die kannst du sofort auf eBay alle zusammen kaufen. Worauf ich ja jetzt hinaus wollte, war quasi, was ich machen kann, wenn ich einfach aktuelle Abos habe. Ich bin also dabei, jetzt irgendwelche US-Serien eben zu sammeln. Und nach welchem Konzept ich quasi da rangehen könnte, wenn ich da zumindest für einzelne Ausgaben irgendeine Art von Wertsteigerung gern hätte. Ob du irgendwelche Tipps geben kannst jetzt für aktuelle Leute, die vielleicht nur mit ihrem normalen Taschengeld an diese ganze Thematik gehen können. Also generell ist Twitter, wenn man Marvel und DC und den ganzen Zeichnern und so folgt, ist das immer schon eine gute Sache, weil die teasern ja auch alle gerne. Aktuell der Mega-Hype in den USA ist Spider-Man und zwar der Red Goblin, der neue Bösewicht, der auftauchen wird. Wohl hängt das so ein bisschen mit Carnage und Norman Osborn zusammen und da sind alle total heiß hinterher, also seit Ausgabe 795 von Amazing Spider-Man ist da so ein Hype drum. Die Leute zahlen für so ein 0815-Heft, sage ich mal, $20 bis $25, nur weil sie hoffen, dass da der Red Goblin drin auftaucht. Wir sind jetzt bei 798 angelangt und er ist immer noch nicht aufgetaucht. Aber alle Hefte danach sind schon enorm im Wert gestiegen. Also wenn du die jetzt für $4 kaufst, kannst du die schon für 20 verkaufen. Einfach weil die Nachfrage schon so groß ist danach. Das ist nur, wie bescheuert die alle sind. Tut mir leid, Mike, ich muss, dass ich da jetzt dazwischen quatsche, aber ich finde das total bescheuert, weil für mich, der jetzt eigentlich primär Leser ist, ist das so anstrengend, da meine Hefte. Ist doch nur sauer wegen deinem Pickle-Rick hier. Das nervt mich auch, ja. Weil das kotzt mich halt an, wenn ich halt Sachen halt nachkaufen möchte, beziehungsweise ich habe kein Abo. Weil, warum auch immer, also ich lese immer sehr spontan, wenn mich was interessiert, dann kaufe ich das. Und dann, wenn dann mein Comicshop oder so weiter oder eBay oder Forbidden Planet das jetzt nicht auf Lager hat, weil irgend so ein anderer Vollidiot 30 Stück auf einmal bestellt hat und das dann auch noch auf Facebook präsentiert, dann möchte ich am liebsten in den Bildschirm reingreifen und den erwürgen. Ah, also ich hab ja ein Marvel Unlimited-Abo, ne? Das ist ja digital. Ja, Mixology, gell? Ja, quasi, ja. Also das ist halt ja, dann auch mal eine Lösung. Wenn es dir nur ums Lesen geht, du sagst, du bist nur Leser, dann wäre das doch die perfekte Lösung für dich. Ja, klar, aber ich bin kein Fan von digitalen Sachen. Also das ist halt nur so Sachen, wenn ich irgendwie unbedingt was lesen will, aber gerade nicht, keine Ahnung, wenn ich irgendwo jetzt unterwegs bin oder so, oder wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich mein Tablet und lese digital. Aber sonst bin ich halt ja, ich liebe Altpapier halt. Und mir geht es einfach nur darum, dass wenn ich jetzt irgendeine, zum Beispiel eine Sammlung vervollständigen möchte, kann ich das vielleicht eventuell nicht, weil irgendeine Key-Issue mitten in der Sammlung ist und die kann ich mir dann nicht leisten. Irrwitzigerweise ist mir das bei zum Beispiel bei Batman Adventures nicht passiert, weil die habe ich vor Jahren einfach mal für 20 Euro komplett gekauft. War da mega glücklich drüber. Und dann, als es das dann immer mehr sich hochgeschaukelt hat mit den ganzen Grading, also Key-Issues und so. Der First Step ist das von Harley Quinn im Comic. Genau. Und als ich dann hier zu den, also mehr mich mit Mike und den ich sage in Anführungsstrichen, den Grading-Jungs mich angefreundet und habe und mich mehr darüber beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, First Step Harley, Batman Adventures 12, mal in die Comicbox gucken. Clip, 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 clip. Oha, da ist sie ja. Und dann habe ich es natürlich dann auch gleich zum Graden geschickt, weil wenn ich dann hier schon so eine kleine Wertanlage habe, dann muss ich sie natürlich irgendwie safen. Aber wie gesagt, wenn ich dann halt so eine Sammlung komplettieren möchte, dann habe ich dann halt, stehe ich halt vor diesem Problem, mal abgesehen davon, wenn es überhaupt verfügbar ist. Beispielsweise hier möchte ich eine neue Mac Rick and Morty Serie kaufen. Die erste Ausgabe kann ich mir nicht kaufen, beziehungsweise ich könnte sie mir kaufen, aber ich zahle für eine Ausgabe keine $20. Nur weil First App Pickle Rick im Comic drin ist. Mhm. Und das kotzt mich an. Das kotzt mich richtig hart an. Aber gut, für diejenigen, die sich da irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Stück dann auf einmal bestellt haben, die können sich natürlich darüber freuen. Hast du irgendwann auch mal gezielt eine Issue gekauft, in der Hoffnung, dass die im Wert steigt, oder ist es für dich eigentlich gar nicht so relevant? Boah, also
Nee, eigentlich nicht. Also, wenn jetzt Mike und so weiter sagt, hier, ich bestelle jetzt eine Ausgabe so und so, die könnte vielleicht Wert steigen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bestell mir eins mit. Ich meine, die 5 Euro tun ja niemandem weh. Oder wenn Mike sagt, hier, er ist irgendwo in einem Comic-Shop, klappert alte Kisten durch, ich habe dir was gefunden, willst du es haben? Dann sage ich, ja klar, nimm's mit. Aber ich bin halt eher so einer, ich verkaufe ungern wieder was wieder. Also ich habe schon 1000 Mal überlegt, ob ich vielleicht meine Harley Quinn First App mal verkaufe. Aber dann habe ich das eine Problem, und zwar, ich habe dann eine komplette Sammlung minus ein Heft, und das würde mich nerven. Mhm. Also da bin ich dann zu verschroben, dass ich dann sage, nee, also dann müsste ich entweder die komplette Sammlung verkaufen, was ich auch nicht machen will, und eine Ausgabe dann rausreißen wegen dem schnöden Mammon. Schwierig halt. Da bin ich dann halt mehr Fan als irgendwie geldgeil. Ja, da sind die Charaktere auch ganz unterschiedlich. Ich sag's ja immer wieder und stoße da auch auf viel Unverständnis. Ich habe kaum einen Comic dauerhaft in meiner Sammlung. Ich habe zwar eine riesengroße Comic-Menge hier rumstehen, davon sind aber 95% ungelesen, weil alles irgendwann irgendwie wieder vertickt wird. Es gibt nur wenige Sachen, wie eben zum Beispiel diese angesprochene Nummer 1 oder alles, was ich mir signieren habe lassen, unter anderem eben auch von euch. Das bleibt hier in der Sammlung, aber gerade so Trades, gerade diese Panini-Sachen, im Regelfall wandern die alle wieder irgendwie dann auch auf eBay oder eben ins Panini-Forum. Aber da merkt man schon, da sind die Charaktere ganz unterschiedlich. Also wirklich so eine schon, also auch ein Key-Issue-Sammler, nur die für dich persönlichen Key-Issue. Ja, also ich finde einfach, dass für mich ein Wert effektiv erst an Wert gewinnt, wenn ich in irgendeinen persönlichen Bezug dazu habe, und den habe ich halt, wenn ich zum Beispiel den Künstler oder also generell Autor, Zeichner oder meinetwegen auch irgendwen anders aus dem Heft mal persönlich getroffen habe und mir da halt mal eine Signatur reinmachen lassen oder einfach mal ein Gespräch geführt und dann so eine persönliche Bindung irgendwie dann auch zum Comic selbst habe. Aber ob ich jetzt hier, keine Ahnung, den 4. Trade von Wonder Woman oder den 12. von Flash jetzt in meiner Sammlung habe oder nicht, es ist mir völlig irre. Also das ist kein Grund für mich, das dann auch zu sammeln. Witzigerweise versuchen ja irgendwie Händler dann auch irgendwie auf diesen Key-Issue-Ding aufzusteigen, auf den Zug. Und das habe ich bei eBay beobachtet, und zwar hier Batman Adventures 12 wurde nachgedruckt in dem deutschen Batman Adventures Nummer 9, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und habe ich zweimal hier. Genau, und da verlangen sie ja auch irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro für die Ausgabe, obwohl die eigentlich überhaupt nichts wert ist, aber hier First App Harley Quinn ist eigentlich nicht das überhaupt nicht wert, was die verlangen, aber Hauptsache, sie versuchen irgendwie daraus Gewinn zu generieren. Interessanterweise ist es auch so, dass deutsche Hefte meistens erst dann im Preis steigen, wenn auch die Amis darauf geil sind. Natürlich, der Holy Grail, das ist immer noch Batman Superman 4, das Michael Turner Cover. Das haben die Amis halt nicht gehabt. Jetzt wurde es nachgedruckt in den USA als Con-Exklusiv. Und seitdem ist der Preis auch gesunken stark. Also man kann schon fast sagen, von 75% gesunken, von 1500 auf 500. Einfach weil die Amis das jetzt haben als Nachdruck. Aber das war so immer so der Holy Grail. Und aktuell ist auch gefragt in den USA von Batman Rebirth, das auf 666 Stück limitierte Variant von Tyler Kirkham, weil das bei denen auch nicht gab. Da sind sie auch heiß drauf. Und das Rebirth 1, das Metallic-Variant. Mhm. Und dann natürlich, weil die Ami-Sammler denn auf den deutschen Markt kommen, steigen dementsprechend auch hier die Preise. Woraus nährst du denn da deine ganzen Infos? Also hast du da irgendwie Anlaufstellen im Netz, die irgendwelche Plattformen, oder ist es einfach das Netzwerk, in dem du unterwegs bist und da einfach dann einen guten Gesamteindruck hast? Ja, das ist auf jeden Fall das Netzwerk, weil bei Facebook ist es halt, wenn du in verschiedenen Sammlergruppen drin bist, dann sind die Amis natürlich da sowieso, und wenn irgendwas hot ist, dann geht das da sofort hoch, ne? Dann schreiben die darüber, denn der eine Mozart, warum das Heft jetzt so hoch ist, und dann wird das ja auch von den Verlagen, also Marvel macht das in letzter Zeit schon ziemlich krass mit dem Anteasern, zum Beispiel der Red Goblin, da gab es vorher einen Trailer, haha, Ausgabe 797, Red Goblin kommt und so, das spielen die natürlich auch so ein bisschen mit, die Verlage, weil sie halt wissen, dass denn die Leute das endlos kaufen. Wenn die Leute das natürlich endlos kaufen, dann sind wir wieder beim Tod von Superman, was damals ja, millionenfach gekauft wurde, weil die denn ihren Kindern das College damit finanzieren wollen mit diesem einem Heft. Wenn natürlich alle es kaufen, hat es jeder, und dann den Tod von Superman kriegst du immer noch, also
im Comicladen, wo ich bin, haben sie das noch 10-mal stehen. Also, ja, also das ist so immer noch hinterhergeschmissen. Das ist genauso wie X-Men 1, da hat ja selbst Donald Trump 250.000 Copies von gekauft, das mit dem Lee damals. Und das ist, also das findest du überall an jeder Ecke, einfach weil das ist das meistverkaufteste Superhelden-Comic aller Zeiten, X-Men 1. Also damals war er auch nicht sonderlich intelligent, wenn du dir überlegst. Das ist heute immer noch nicht. Ich kaufe mir ein seltenes Comic, es könnte was wert sein, ich kaufe gleich 250.000 Stück davon. Das ist ein guter Plan. In dem Sinne denkt Donald Trump wie Hollywood-Produzenten. Die stürzen sich teilweise auf irgendein Material, was gerade angesagt ist, und haben aber keine Ahnung, warum es angesagt ist. Aber wenn ich doch dann Donald Trump bin, da hätte ich doch dann alle Ausgaben gekauft, wenn ich wirklich will, dass da irgendwie Wert entsteht im Nachhinein. Oder wenigstens, sage ich mal, 90% aller Ausgaben, um dann nachher irgendwie Gewinn zu erzielen. Also ich kann das immer von meiner Warte aus so ein bisschen... Ich bin überhaupt kein Comic-Sammler. Ich bin Comic-Leser und wie gesagt, ich beschränke mich auf diese Omnibus-Ausgaben einfach, weil ich nie den Einstieg gefunden habe in Comics. Ich habe damals angefangen, im Zuge der Marvel-Filme und X-Men-Filme, die halt kamen, habe ich irgendwann gesagt, das ist super gut. Also ich war ja vorher schon Nerd und habe mich für den ganzen Kram interessiert. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich einfach mehr wissen. Und dann hat man einfach nur gesagt, wenn du mehr wissen willst, dann musst du halt die Comics lesen. Da habe ich mich damit beschäftigt. Und jetzt sagst du, da kommt bald Ausgabe 790 von Spider-Man oder irgendwas. 797. Wo soll ich denn da den Einstieg finden? Ja, ich habe halt dann wirklich... Nee, das ist totaler Blödsinn. Also nur, weil du jetzt Spider-Man lesen willst, musst du nicht bei Amazing Fantasy 15, also den Erstauftritt von Spider-Man, anfangen zu lesen. Es reicht, wenn du weißt, das ist Spider-Man und fertig. Superhelden-Comics sind auch so produziert, dass du immer wieder einsteigen kannst. Das ist, wenn wir schon bei Hexenwerk und Raketenwissenschaft sind, ist es absolut rein gar nicht. Normalerweise sind das Story-Arcs über 5 Hefte, die da halt abgedruckt sind, und das war's dann halt auch. Und es wiederholt sich ja auch alles. Also es ist nicht so, dass du jetzt wirklich vorher 800 Ausgaben gelesen hast, um zu verstehen, was Spider-Man da jetzt macht. Aber wo wäre denn da jetzt zum Beispiel für mich also ich bin jetzt ja kein Laie, aber wo wäre jetzt für mich der Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich jetzt gut einsteigen? Ist das dann mit sowas wie DC Rebirth oder Marvel Now oder ist halt so Reboots von allen? Ich sag mal, das war wirklich, da machen ja die Firmen immer so einen kompletten Schnitt über alle Reihen und fangen immer bei. Ja, ich sag's jetzt so aus meiner, ich sag mal. Ja, das steht da oben groß drüber in großen Lettern, aber das ist ja nicht Fakt. Also das passiert ja nicht. Und das ist mein Problem. Das Einzige, wo das wirklich mal gemacht wurde, aber auch nur so halbgar, war jetzt bei DC mit den New 52 2012 hier gestartet, aber auch da wurden nicht alle zurückgesetzt. Also genau. Batman lief eigentlich auch immer noch so weiter wie vorher halt auch und Green Lantern sowieso. Also das ist nicht so, dass es dann wirklich dann auf Null geht. Das ist dann halt ein Marketing-Gag, weil halt die Leute auch gerne Nummer 1 kaufen. Das sieht man auch immer bei den Verkaufscharts. Wenn da eine Nummer 1 drauf ist, dann kaufen die Leute das halt haufenweise. Und das wird natürlich dann jetzt solchen Leuten wie dir jetzt, die halt die Filme gucken, wird das natürlich suggeriert. Mensch, jetzt kauf doch jetzt einen Comic, jetzt geht die 1 los, jetzt wirst du alles mitkriegen. Aber wenn du jetzt Thor siehst im MCU und du kaufst dir jetzt ein Thor-Heft, dann ist Thor eine Frau. Das war es zum Beispiel auch. Ja, was so, ganz lustig, dass du das sagst mit den New 52. Das war halt genau der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und dann habe ich halt gesehen, oh, super, da startet jetzt eine neue Reihe. Vielleicht steigst du damit ein. Und dann habe ich mich halt im Internet informiert und dann stand über, da musst du aber auch davor die Comics von, damit du halt überhaupt weißt, wie es zu den New 52 überhaupt kommt. Ja, warum die sich jetzt bilden. Und das zieht bei mir im Endeffekt, weil ich bin dann auch ein kleiner Perfektionist. Ich sage dann halt auch, wenn ich da jetzt anfange, dann will ich aber auch richtig anfangen. Und ich glaube, das ist einfach mein Problem. Und genau deswegen kaufe ich mir halt hier diese Omnibus-Ausgaben. Das suggeriert mir zumindest, hier hast du so einen kompletten Story-Arc. Ja, ich weiß ja aber auch nicht, weil die ja auch nur einzelne auf der ganzen vorigen Geschichte in dem Sinne basieren. Das darfst du mir doch nicht sagen. Wenn du Infinity Gauntlet gelesen hast, dann weißt du ja nicht mal, wo jeder Infinity-Stein herkommt. Genau. Ja? Adam Warlock taucht zuerst in Marvel Tales auf mit Spider-Man zusammen. Und sowas, das weißt du ja denn auch nicht. Also das, wie gesagt, es wird immer so suggeriert, man muss unbedingt das und das gelesen. Nee, musst du nicht. Du kannst auch einfach eine geile Story lesen. Wenn du jetzt anfängst mit deiner Freundin oder mit deiner Frau GZSZ zu gucken, sagst du auch nicht, oh, jetzt muss ich aber erstmal die letzten 20 Jahre in die VHS-Kassette reinpfeifen, damit ich weiß, wie es abgeht. Nee, so sind die Serien halt nicht konzipiert.
Okay, das heißt am einfachsten einfach anfangen, ja? Einfach irgendwo anfangen. Okay. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und wenn man Fragen hat, ist man auch immer ganz gut aufgehoben in den diversen Online-Foren auf Facebook. Da kriegst du im Regelfall immer eine Antwort. Und ich sag mal so, den Wikipedia-Artikel kann man sich ja auch mal angucken. Da sind auch schon eine ganze Menge Infos drin, die vielleicht helfen, so einen Einstieg zu finden. Also um es auch vielleicht noch ein fünftes Mal jetzt zu wiederholen, im Regelfall ist das alles kein Hexenwerk. Und man kriegt da den Einstieg spätestens nach 3-4 Heften ganz gut auf die Reihe. Eben, ich hatte jetzt auch gesagt, du musst ja nicht mal dich irgendwo groß informieren, einfach lesen. Das Ding ist, ich verstehe das nicht, wie man so eine Panik davor haben kann, etwas nicht zu lesen aufgrund von, keine Ahnung, ich kapiere es nicht. Ich bin auch schon öfters in Serien eingestiegen und gerade hier bei den Marvel-Heften, die ja wirklich dreistellige Nummern haben, da fängst du einfach an und wenn du dann halt die ersten paar Hefte nicht checkst, mein Gott, dann halt nicht und dann irgendwann kommst du halt rein und dann liest du halt nach. Bei New 52 allerdings, da bin ich da bin ich ausgestiegen, weil mich das so richtig angekäst hat, also weil Mike jetzt gesagt hat, hier bei Batman lief es einigermaßen weiter, war jetzt nicht unbedingt so, weil sie haben es zwar irgendwie so gelassen, aber sie haben halt trotzdem gesagt, hier Batman ist erst seit 5 Jahren, Batman hatte aber hier schon 3 Robins, es ist ein Nightwing da, hat einen Sohn und so weiter. Und das ist ja halt schon ein bisschen viel für das, dass er erst seit 5 Jahren Batman ist. Er ist Batman, Mann. Ja, also because of Batman. Und da bin ich halt auch von den Kostümen her, da bin ich sowas von Jim Lees Designs war ich so dermaßen angenervt. Diese zusätzlichen Scheißlinien überall irgendwie, dass Barrys, erstens mal auch Barry Allen, dass der wieder zurückkam, das hat mich so angekäst. Ich bin ein Kind der 90er, ich fand Wally West total geil. Genauso wie Carl Rayner als Green Lantern. Als dann hier Hal Jordan dann wieder kam, hat mich auch angekäst. Ja, und dann halt, wie gesagt, als diese Kostüme dann, hier das Flash dann so lauter kleine Fitzelteilchen dann bekommen hat, als dass sich dann irgendwie dann als Kostüm dann zusammengebaut hat, war, was ist das für ein Käse? Nee, also, wie gesagt, da bin ich dann komplett aus. Wenn so ein Lappen aus dem Ring kommt, ist es natürlich viel logischer. Ja, klar! Ja, dann kann er sich anziehen und so weiter. Und warum reden wir überhaupt? Wir reden über Comics, aber mich hat das persönlich als Altleser komplett angenervt. Selbst ich als Nicht-Comic-Leser habe von dieser New 52-Auflage gehört, dass das sehr, sehr viele Leute angekotzt hat. Also ich weiß ganz genau, wovon ihr redet. Apropos die dreistelligen Auflagen, vielleicht nochmal ganz kurz zu Mike. Jetzt kommt demnächst ja eine der ersten Serien, die sogar eine 4-stellige Auflage erreicht. Es wird nämlich Comics 1000 rauskommen, über das wir schon seit einer halben Ewigkeit Marketing kriegen, das in diversen Variant-Covern erscheinen wird. Hast du das auf dem Schirm? Würdest du uns empfehlen, da vielleicht mal die ein oder andere Ausgabe sicherheitshalber zu kaufen? Also zum Spekulieren auf keinen Fall, weil die Hefte, das Heft wird natürlich an jede, also jeder, der halt hauptsächlich ein bisschen Superman gelesen hat, der kauft sich das Heft halt. Es gibt ja nicht nur die 10 Variant-Cover, die von DC angekündigt sind, es gibt auch noch zig Variant-Cover in den USA bei den Comic-Shops. Die haben ja auch eigene von Del Otto und wie sie alle heißen und wer da noch alles ein Variant-Cover kriegt. Ich persönlich werde mir das Blank kaufen, weil da will ich dann einen schönen Sketch mal drauf machen lassen und vielleicht dann noch slappen lassen. Und ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Schirm. Der eine Zeichner, der so, ich glaube, 70er waren das, gezeichnet hat. Ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der hat auch Silver Surfer gezeichnet. Und iZombie hier. Ach ja. Oh, Michael Allred. Ja, genau, Mike Allred. Das finde ich fantastisch, das Variant-Cover. Das hole ich mir auf jeden Fall, weil ich es einfach so toll finde. Aber zum Spekulieren macht das nicht viel Sinn. Nein. Okay. Wir können dir selber, du hast mit die Gruppe, die du da auf Facebook hast, da geht es jetzt vor allem mehr ums Graden oder geht es da eigentlich auch um diese Wertsteigerungs- oder generell Wertblickgeschichte? Da geht es einfach nur darum, welche Hefte so aufgefallen sind, auf welche könnte man sich eventuell auf Halde legen. Bei Walking Dead wird das immer schön angekündigt, da war jetzt Officer Mercer angekündigt und sowas poste ich dann halt so als kleine Hints, Mensch, das könnte was für euch sein, vielleicht legt ihr euch da eine Copy zu, einfach für Leute, die an sowas auch Spaß dran haben. Ich habe jetzt auch mit einem geschrieben, der das ziemlich cool findet, der aber mit diesem Spekulieren gar nichts am Hut hat. Der guckt halt immer nur nach geilen Covern. Der kauft sich das dann halt nur, weil er das Cover geil findet. Ne? Also
und sowas macht mir halt Spaß, das dann halt zu posten, danach zu forschen, was könnte jetzt denn der nächste Scheiß sein? Wo könnte man sich vielleicht mal eine Copy mit von zulegen? Ob man das denn macht oder nicht, ist ja jedem überlassen. Aber zum Beispiel, es wird sich auch immer gerne aufgeregt über Wolverine und die ganzen Klone und so weiter. Es gibt ja All New Wolverine und jetzt hat All New Wolverine Laura Kinney ja auch noch wieder ein Klon. Und der ist im zweiten Heft von All New Wolverine, hat den First App Gabby. Und da ist das jetzt, selbst der Preis für das Heft ist schon bei $20-25, obwohl alle Leute halt da immer rumnerven, aber den First App wollen sie dann halt doch haben. Ne? Was ja auch geiler Scheiß ist, ist eine Sache, die ich eigentlich schon in den 90ern ein bisschen verfolgt habe und ist auch was, was heute... ja, was der vierte Gast hier in der Runde quasi, der Chris, was ich da quasi neu an ihm entdeckt habe. Ich kannte dich ja persönlich jetzt nur eigentlich, zumindest lange Zeit, eben als Autor von Comics. Aber was ich nicht wusste, ist, dass du auch eine Leidenschaft für Menschen in engen Klamotten mit Helmen hast. Oh ja. Gims? Von was reden wir da und wie kamst du dazu? Also ich denke mal, für die, die jetzt irgendwie komische Bilder im Kopf haben, ich denke mal, der Andreas redet hier von den Power Rangers. Richtig. Jetzt bin ich enttäuscht. Und ja, also ich bin eigentlich seit der ersten Ausstrahlung hier in Deutschland begeisternder Fan der Power Rangers. Aber im Grunde genommen eigentlich nur von den ersten drei Staffeln und von ja ausgewählten Staffeln der späteren Ära. Also den Mighty Morphin Power Rangers. Richtig, ja, genau. Also, und halt von den Comics aktuell jetzt. Okay, darauf wollte ich ja nämlich eigentlich auch hinaus. Es gibt ja, fangen wir da am besten an, aktuell eine ganze Menge Serien und es gab ja auch schon in den 90ern gab es auch Comics. Ich weiß noch genau, wie ich da einmal die Woche zur Tankstelle meines Vertrauens gelaufen bin und habe mir da diese Comics geholt. Hast du die auch schon gesammelt? Das Power Ranger Magazine, natürlich. Ich habe sogar alle komplett hier in einem Schuber selbst gebastelt im Regal stehen. Es ist wirklich eine schöne Zeitreise, die mal wieder reinzublättern. Und aktuell versuche ich auch die US-Comics, die halt eigentlich gereprintet wurden, nachzukaufen. Also das erste Power Ranger Heft in Englisch habe ich mir jetzt zuletzt geholt. Das kriegst du auch hier für ein paar Dollarchen hier nachgeschmissen. Jetzt aktuell versuchen sie es wieder auch so hier auf spekulantenmäßig mehr Geld dafür zu verlangen. Aber wie gesagt, die aktuellen Comics, die sind grandios. Also dagegen sind die Comics, auch obwohl sie von Marvel waren, die alten, ist das einfach nur Kinderkacke gewesen. Mhm. Also du meinst jetzt die aktuell bei den Boom Studios erscheinenden Comic-Serien, die es da gibt. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Überblick geben. Es gibt ja mindestens zwei, wenn nicht sogar noch eine dritte Power Ranger-Serie. Weißt du, was das ist, wie die heißen? Also es gibt aktuell die erste Serie, die ganz einfach Mighty Morphin Power Rangers. Die wurde als erstes gestartet. Dann gab es halt noch eine Miniserie, soweit ich noch weiß, die Power Rangers Pink, wo es halt überwiegend um Kimberly ging und so. Aber das war, wie gesagt, nur eine Miniserie. Dann gibt es seit Ende oder so Mitte bis Ende des Jahres Go-Go Power Rangers. Und die sich aber mehr auf die auf das Privatleben der einzelnen Charaktere konzentriert. Ah ja. Und bei der Hauptserie geht es halt darum, dass man so quasi hier das erste Jahr der Rangers hernimmt. Also im Grunde genommen das, was halt bei der TV-Serie kannst du es halt so nehmen, das, was nach dem Green Ranger Event kam, wird ab da behandelt, ab der Heftserie und so. Man kann da auch als Nichtwissender einsteigen, das ist eine super Serie, ist auch nicht so cheesy gehalten wie die TV-Serie und auch wesentlich besser geschrieben. Mhm. Ja. Also ich bin, wie gesagt, schwer begeistert, also die Serie ist jetzt aktuell bei der Nummer 21, steuert auf ein richtig großes Event zu, das jetzt auch hier auf die zwei Hauptserien dann übergreifen wird, nennt sich Shattered Grid. Und
Ja, wie gesagt, ich bin restlos begeistert, weil sie halt einfach einen relativ ernsthaften Ansatz der Serie nehmen und halt, wie gesagt, nicht so cheesy und so albern sind, in Anführungsstrichen. Auch dann ein bisschen mehr so in die, sagen wir so, auch ins Privatleben ein bisschen gehen, weil ich meine, wenn sie dann, keine Ahnung, tagelang irgendwie von den Gegnern irgendwie festgehalten werden oder in einer anderen Dimension gestrandet sind, dann ist erstmal der Aufschrei groß, wenn sie wieder zurückkommen, weil hier, sie sind ja immerhin noch Jugendliche, so um die 14, 15. Und dann sind ja erstmal die Eltern wieder mal heilfroh, dass die wieder da sind und können es erstmal auch nicht großartig weg. So auf die Art, hey, Mama, ich muss hier gerade mal hier die Welt retten, hier, ich komme gleich wieder. Und auch viel Backstory wird dann auch mit eingeführt. Also es wird dann zum Beispiel, Achtung, Spoiler, es wird dann auch erklärt, dass es zum Beispiel auch vor den aktuellen Team schon Power Rangers gab. Also es gab dann in den 60ern, 70ern schon mal ein Team. Und und auch hier jetzt in der Serie gab es auch schon den ersten fremden Charakter, den es halt nicht in der TV-Serie gab. Und zwar einen quasi bösen Mischmasch aus dem grünen und dem weißen Ranger, wo auch der Original-Schauspieler der TV-Serie sehr begeistert ist. Und zwar hier Jason David Frank, genau. Lord Draken heißt der Charakter und hat quasi in einer Parallelwelt mit Rita Repulsa hier die Erde erobert, unterjocht. Also hat jetzt nicht so wie in der ersten Welt quasi, wurde nicht geläutert und hat dann, wie gesagt, die Erde unterjocht und so weiter und wurde halt böse und hat auch die ganzen Rangers vernichtet und hat deren Power für sich genutzt und so, und es war halt eine sehr spannende Geschichte. Und ich finde es halt auch so geil, dass Jason David Frank auch sehr in den Comics eingebunden wird. Also zum Beispiel hier zu diesem aktuellen Event, was es jetzt kommt, dieses Shattered Grid, da gab es ein Ankündigungsvideo von Boom Studios und da hat Jason David Frank quasi ein Voice-Over gemacht, wo er halt Lord Draken spielt, und das fand ich halt richtig geil. Und in einem Panel war, ich habe Jason David Frank in Brüssel getroffen und habe das Panel mit ihm angehört, und er hat dann halt auch gemeint, dass zum Beispiel hier der Autor Kyle Higgins ein guter Freund von ihm war und hat ihn dann auch irgendwie noch als Beratertätigkeit noch mit reingenommen, hier, so findest du das gut und so weiter, sodass es halt der Originalgetreu noch dazu erzählt wird und so, und das finde ich halt super. Artwork-technisch ist halt so eine Sache. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo ich mir, ich selbst als Zeichner hier so an meinen Kopf fasse und denke mir so, was zum Teufel. Ich glaube, Mike kann sich erinnern, ich habe mal ein Panel gepostet, wo hier, wo die Trini, glaube ich, hier auf einer Tastatur rumtippt, und du siehst halt, dass das eine abfotografierte Tastatur ist, die auch noch gespiegelt war. Also sie hat irgendwie auf einer Upside-Down-Tastatur irgendwie rumgetippt, und ich dachte mir so, das ist nicht euer Ernst. Ich meine, du siehst halt im Heft selbst, dass der Zeichner viel mit Fotoreferenz gemacht hat. Also er nimmt halt quasi Fotos und haut dann irgendwie 1000 Filter drüber, sodass es halt dann irgendwie wie eine Outline-Grafik aussieht, sodass es halt irgendwie im Entferntesten aussieht, als wäre es gezeichnet. Aber ist es halt nicht. Du siehst, dass es ein Foto ist. Und das sind meistens Hintergründe. Das heißt jetzt irgendwie Berge, Krater, Häuser, Städte, und wurde dann halt durch die Koloration und so weiter dann zwar ein bisschen vertuscht, aber du hast es trotzdem gesehen. Und das ist aber eigentlich eher so diese Tastaturgeschichte. Da habe ich dann sogar eine Mail am Boom geschrieben und hat euer Editor gepennt oder seid ihr einfach nur faul oder warum seht ihr das nicht? Aber passt das nicht sogar ein bisschen zur Mentalität der Serie? Halt, weil da haben sie ja auch halt schon existierendes japanisches Material mit diesen Anzugtypen genommen und dann halt die Sache mit den amerikanischen Teenagern drumherum gedreht. Also in gewisser Weise passt das. Ja gut, da muss man halt dazu sagen, Saban hat mit den Japanern damals zusammengearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass sie das tatsächlich geklaut haben. Es war einfach ein Kosten-Nutzen-Faktor. Also sie haben natürlich das Footage von den Japanern genommen, einfach nur
hier synchronisiert und dann halt die amerikanischen Schauspieler noch hinzugefügt quasi so. Aber es ist an und für sich schon ein geniales Konzept gewesen. Später wurde es dann halt auch so, dass ihnen das Material ausgegangen ist und die Japaner tatsächlich Content für die also dass die Japaner Content für die Amerikaner produziert haben, sind dann halt irgendwie die Mighty Morphin Sentai Ära. Und dieses Konzept funktioniert ja bis dato, also die Serie läuft ja immer noch seit 25 Jahren, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und ja, also wie gesagt, als Kind fällt einem das nicht auf. Also ich habe die Serie dann, als ich das erste Mal die wieder auf DVD bekommen habe und, lass mich lügen, wann die damals erschienen ist, als die wieder gekommen ist auf DVD, habe ich mir die natürlich angeguckt und dann dachte ich mir so, die Szene hast du gerade gesehen. Die wiederholten halt das japanische Material bis zum Erbrechen. Also da, wenn der grüne Ranger hier seinen Dragonsword ruft, dann ist es manchmal so, als ob sie dieselbe Szene in mehreren Folgen einfach wieder zeigen. Also die wiederholen das. So wie die Transition in Sailor Moon und so weiter. Richtig, ja. Nur, dass es halt in real ist. Und als Kind, wenn du, also ich habe die Serie gesehen, da war ich, keine Ahnung, 6, 7 oder sowas, da fällt einem das nicht auf. Da feierst du einfach nur den Auftritt vom Grünen Ranger. Und als Erwachsener denkst du dann so, Moment. Allerdings in der Originalversion, also ich habe die japanischen Staffeln auch gesehen von der Mighty Morphin-Ära, die G-Ranger, da ist es halt so, dass da mehr Material dabei ist und da eine ganz andere Story sich entwickelt. Dort sind zum Beispiel die Swords, die Ranger in der amerikanischen Fassung nur als Maschinen benutzen, sind in der japanischen Fassung Götter. Und das musst du dir mal vorstellen, das sind einfach nur große Maschinen, die sich dann selbst zusammenbauen zu einem großen Roboter und das wird dann als Gottheit dargestellt. Und in einer Folge war es dann halt so, hier, sie rufen die Göttersorts und so und die sagen, nö, macht mal, klärt das mal so ohne uns. Kein Witz, die sind da oben, die sitzen auf einer Wolke oben und wenn sie gerufen werden, dann in der einen Folge wurden sie dann halt gerufen und die sagen so, nö, also wir kommen jetzt nicht runter. Ihr badet das jetzt mal alleine aus euren Scheiß. Warum ist so schön? Ja, eben. Ich fand das so genial. Also ich fand das so bescheuert. Und die japanische Fassung ist tatsächlich um einiges brutaler, wo ich mal denke, so das gucken die japanischen Kids und besonders die Nachfolge, also es gibt ja hier, wie gesagt, mehrere Staffeln, also Mighty Morphin basiert ja auf G-Ranger und dann die nachfolgende, wo dann der weiße Ranger dazu kam. Der eine Ranger basiert auf einer ganz anderen Staffel, die darauf folgenden, die Die Rangers. Und die habe ich auch im Original gesehen und die war ja richtig brutal, weil sie so ein bisschen ins Kung-Fu-mäßige chinesische Kultur mit eingebracht haben und das war richtig brutal. Also da wurde einer, der rote Ranger mit einem Gegner gekämpft, mit einem ewigen Rivalen und der wurde so richtig hartblutig durchgeprügelt und ich mir dachte so, wow, das hätte der Ami bestimmt nicht durchgewunken. Ist das denn in der aktuellen Staffeln auch noch so, dass wir quasi einfach nur eine recycelte Szenen aus dem Original haben oder wird vom japanischen Markt schon auch für den internationalen Markt produziert? Das ist eine gute Frage. Also beispielsweise hier bei Power Rangers Megaforce und Super Megaforce war es so, dass sie die sehr viel eigen gemacht haben. Also zum Beispiel Megaforce und Super Megaforce, ach, das sind so dämliche Namen, ganz ehrlich. die basieren eigentlich auf zwei Staffeln von den Japanern. Und zwar, frag mich jetzt nicht, wie die einen heißen. Ich glaube, die hießen, also der eine, die spätere, heißen Gokaicha und die anderen hießen, keine Ahnung, wie anders. Auf alle Fälle, die Amerikaner haben halt die Kostüme der ersten benutzt und die von den anderen Staffeln, das haben sie quasi jetzt Upgrade benutzt. Hat jetzt aber allerdings so nie stattgefunden in Japan. So deswegen haben sie da selber viel gemacht und getrickst. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass die Amerikaner sehr viel selbst noch dazu erfunden haben. Zum Beispiel gab es auch in Wild Force, glaube ich, noch gab es eine Folge, die hieß Forever Red, wo halt die ganzen roten Ranger der damaligen Epoche noch
zusammenkam. Und das gab es halt zum Beispiel in Japan nicht. Also die machen halt auch sehr viel eigen. Also da war auch Disney am Werk und die hatten halt das nötige Geld, um das zu produzieren. Hat jetzt aber auch den Nachteil, dass die das auch ein bisschen so halbherzig gemacht haben. Zum Beispiel gab es bei Super Mega Force als auch in der japanischen Version ein riesiges Battle, also es nannte sich das The Legendary Battle. Und das war halt im Japanischen wesentlich imposanter, weil es halt viel mehr Charaktere waren und die amerikanische Fassung war halt sehr weichgespült und hat eigentlich nur geglänzt mit den Auftritten von beliebten Schauspielern aus der vergangenen Epoche, unter anderem mit Jason David Frank. Interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zu dem Film, den du sicherlich auch gesehen hast, der jetzt in den letzten Jahren, ich glaube vor zwei Jahren kam, der ja in Anbetracht des Budgets, das er hatte, doch auch viel Schönes bot. Vielleicht kannst du nur da mal in wenigen Worten mal so deine Meinung dazu auch mal wiedergeben und vielleicht auch, wie du einen potenziellen zweiten Teil einschätzt und ob der überhaupt kommen könnte. Okay, wir reden jetzt schon von dem Lionsgate-Kinofilm. Ja, genau, von dem Kinofilm. Okay. Also ich fand ihn nicht schlecht. Also ich habe, wie gesagt, keine Erwartungen gehabt, weil das mache ich bei keinem Film mittlerweile. Und boah, ich fand es eigentlich gar nicht mal so übel, dass sie sich Zeit genommen haben, die einzelnen Figuren zu charakterisieren. Gut, 40 Minuten lang nur Leute ohne Kostüm rumlaufen zu sehen und dann sehr wenig Action dann zu haben, fand ich jetzt okay. Also darüber konnte ich hinwegsehen. Worüber ich nicht hinwegsehen konnte, war dieses unverschämte Product Placement. Nein, wirklich, der ganze Film ist eigentlich nur eine Krispy Kreme Werbesendung. Ja, ist richtig. Wo ist der Zero-Kristall? In einem Krispy Kreme Restaurant. Krispy Kreme? Ja, Krispy Kreme. In Krispy Kreme? Ja, in Krispy Kreme. Okay. Was heißt das Krispy Kreme? Und als ich dann ich fahre ja wirklich einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr nach London rüber. Und als ich den Film gesehen habe und dann nach London gefahren bin, kurz darauf, habe ich so einen Krispy Kreme Automaten gesehen. Ich wollte den umwerfen. Ich wollte den eiskalt umwerfen, diesen Scheißdreck, weil er so mir persönlich den Film versaut hat. Es war so ein Schwachsinn, dieses Product Placement und so. Und ich glaube, die sagen öfter Krispy Kreme als Power Rangers. Ja, wirklich. Allgemein, ich empfand das wirklich als ultra störend in dem Film. Und ich weiß nicht, vor allem gibt es hier in Deutschland gar keine Krispy Kreme. Deswegen ist das eigentlich nur auf den amerikanischen Markt zugeschnitten gewesen. Und ach, egal. Die hätten vielleicht sowas machen sollen wie in, wie hieß die, Demolition Man, wo sie für die europäische Version Taco Bell mit Pizza Hut ausgetauscht haben. Vielleicht hätten sie dann im deutschen Handel, hätten sie dann, was Dunkin' Donuts oder so nehmen sollen. Aber ich glaube, dass Konkurrenten sind gegen also das. Ich glaube, das wäre witzig gewesen. Ja, also ich habe wirklich gesagt, noch in keinem Film, also in vielen Filmen gibt es ja wirklich so Product Placements, wie wo halt Fast-Food-Restaurants gezeigt werden. Und das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also am zweitschlimmsten fand ich damals den Ninja Turtles-Film, wo hier für, was war das, Toshiba oder irgendeine Marke mit T war es, irgendwie, ja, eine Technikmarke war es. Ja, du hast überall irgendwie das Logo gesehen. Das Gebäude stürzt ein riesiges Logo fällt mit zusammen. Du hast es halt gesehen. Und wenn es dir auffällt, also wenn dir irgendwo ein Product Placement rumliegt und dir fällt es nicht auf, dann finde ich das okay. Aber wenn es dann direkt wirklich in die Fresse katapultiert wird, dann ist es mir zu viel. Und das war wirklich in Power Rangers too much. Da habe ich dann auch hinweggesehen, dass die Swords allesamt irgendwie, naja, hässlich waren. Mhm. Ich meine, gut, ich verstehe es, dass das alles Alien-Technologie war. Das muss strange aussehen. Ist okay, habe ich kein Problem mit. Und dann war das nächste, was mich genervt hat, war diese scheiß Kanye West-Mucke. Das habe ich echt nicht gebraucht. Also ich will hier richtig geile Metal-Riffs hören, wenn die sich die Köpfe einkloppen und so. Aber ich will keinen Hip-Hop von Kanye West hören. Gut, man hat kurz den Power Ranger Theme-Song gehört, aber sonst viel zu kurz, viel zu ja, kurz. Aber wirklich, das war so Rechnest aber du damit im zweiten Teil? Wird da ein zweiter Teil kommen, meinst du?
Es ist schwierig. Also vielleicht kommt irgendwann ein zweiter Teil, so wie bei Sin City irgendwann mal ein zweiter Teil gekommen ist, aber dann wird wahrscheinlich kein Hahn mehr danach krähen. Ehrlich gesagt brauche ich auch keinen zweiten Teil. Also ich gucke mir dann lieber den ersten Power Ranger Film an. Der hat dann immer so diesen Nostalgie-Bonus, den ich als Kind dann hatte. Aber den habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen. Den gucke ich mir gerne an. Aber ich brauche ehrlich gesagt jetzt von dem Film jetzt keinen zweiten Teil. Ich glaube, es gibt davon. Na, da kann ich auch noch was zu sagen. Ich habe übrigens auch noch den ersten auf VHS. Hier kann ich aber nicht gucken, weil ich keinen VHS-Player mehr habe, was ein bisschen ärgerlich ist. Der zweite wird also meiner Meinung nach nicht kommen, weil er in China absolut gefloppt ist, der erste Teil. Und ganz ehrlich, wenn Power Rangers in China floppt, dann wird da auch kein Budget für den zweiten Teil losgetreten werden. Und zu der Krispy Kreme-Sache, was meint ihr, wie der Film ausgesehen hätte ohne das Werbebudget von Krispy Kreme? Also von daher sind wir vielleicht ganz froh, dass es halt dann doch irgendwie mit dabei war, ja. Sie hatten einen Sponsor und sie haben das Beste draus gemacht. Ja, so muss man es. Also ich muss sagen, für Power Rangers haben sie meiner Meinung nach das Beste draus gemacht. Einfach um das auch der Masse zugänglich zu machen. Ja, wir haben damals alle die Serien gesehen. Das nicht geklappt. Nee, wir haben halt die Serien gesehen, die ultra Trash waren und die wir aber gefeiert haben als Kinder. Aber sowas kannst du natürlich nicht für die breite Masse veröffentlichen. Und sie haben halt versucht, eine alltagstaugliche Story in die Power Rangers zu quetschen. Und das hat irgendwie für den amerikanischen und europäischen Markt funktioniert, aber nicht gut genug für den zweiten Film. Also definitiv nicht und ich hoffe, es kommt auch keiner. Gut, was heißt alltagstauglich? Also im Grunde genommen war Power Rangers ja immer recht alltagstauglich. Die TV-Serie damals war so, das waren Highschool-Kids, die in der Freizeit Sport getrieben haben und über Martial Arts geredet haben. Die eine war Turnerin, die andere hatte auch, also eigentlich war jeder irgendwie mit Martial Arts zusammen, außer der Nerd. Aber der hat sich dann halt anhand der Gruppe dann auch für Martial Arts interessiert und die waren dann halt sehr dabei, den Kids und auch den Eltern hier so ein bisschen was über Martial Arts beizubringen. Und wurde dann aber auch missinterpretiert, dass hier die Kids irgendwie, zu Gewalt angefechtet werden und so weiter. Und was ich auch total an Schwachsinn fand. Auch das hat man auch beim ersten Power Rangers Film irgendwie noch mitbekommen. Hier, das sind Kids, die in der Freiheit, also Kids, die aussehen wie über 25. die ihrer Freizeitbeschäftigung nachgehen und nebenbei Superhelden sind. Es ist nicht alberner als jetzt zum Beispiel ein Marvel- oder DC-Comic, finde ich. Nee, ja, ganz Gegenteil. Für mich war das damals immer ein Rip-Off von Win Spector. Was von derselben Serie ist, also von derselben Produktionsfirma. Alles und allem ist diese ganze japanische Schiene alles eine Maschinerie, also Kamen Rider, Saber Rider ist ja Zeichentrick. Ja klar, aber diese Sentai-Thematik ist dieselbe. Ja klar, aber wie gesagt, die ganzen Metal-Man-Helden, wie zum Beispiel Win Spector, gibt es ja alles in Japan zuhauf. Da gibt es ja nicht nur eine Serie, da gibt es 10, 20. Kamen Rider, Super Sentai gibt es seit 1975 oder so, oder 72. Also da gab es ja vor Mighty Morphin und beziehungsweise Jew Ranger gab es ja 15 weitere. Also die Jew Ranger waren damals die 15. Sentai-Staffel. Und das Japan muss man sich mal vorstellen. Ja selbst Spider-Man-Roboter haben. Ne? Eben, ja. Und das hat dann eine ganz andere Kultur da drüben. Und wie gesagt, also stellenweise finde ich die japanischen Sachen besser. Also zum Beispiel hier die, das was jetzt das Pendant zu Super Mega Force ist, die Gokaija fand ich auf japanische Original wesentlich besser als jetzt die weichgespülte amerikanische Version. Stellenweise finde ich die amerikanischen Versionen besser, weil ich einfach mit den japanischen Charakteren und deren Gepflogenheiten und so dieses überkrasse, gespielte Niedlichsein und so weiter, das mag ich irgendwie nicht. Da komme ich nicht mit klar, wenn einer hier so auf süß macht und so weiter und oh, halt die Fresse und so weiter. Da schätze ich dann auch die amerikanischen Schauspieler eher als jetzt dann die japanischen. Aber es ist halt ein kultureller Unterschied da. Ja. Das ist ein Kulturding. Mein Problem mit dem Film, um das vielleicht abzuschließen, nur ganz kurz, war, ich bin kein Fan von Power Rangers. Das war ich wirklich nie. Ich habe als Kind mal eine Folge gesehen, fand das cool, aber danach fand ich es dämlich. Und mein Problem mit dem Film,
Ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Mir war das zu corny und zu billig und alles. Und mein Problem mit dem Film war, ich fand ihn richtig gut in den ersten drei Vierteln. Ich mochte diese Jugendbeziehung und alles. Ich fand die Charaktere gut. Und dann, als es Power Rangers wurde, fand ich's doof. Halt, und es war so offensichtlich, dass die Macher das peinlich fanden, einen Power Rangers-Film zu machen. Das sah man auch am Marketing und an den Postern, wo man erst im letzten Moment gerafft hat, oh, das ist ein Power Rangers-Film, auch im Trailer und alles auf den Postern. Und alles, halt, wo dann der Titel ganz winzig klein da steht, den ist das peinlich. Da denke ich mir, warum macht ihr es überhaupt? Es gibt, und ich mochte das Ganze mit dem Jugenddrama und ich fand Elizabeth Banks so wundervoll campy als die Schurkin, das fand ich alles gut. Aber das mit den Power Rangers selbst fand ich dann einfach doof. Und durch die Bank waren auch die ganzen Kids-Schauspieler waren alles sehr super. Sehr, wirklich. Also mit den Schauspielern hatte ich überhaupt keine Probleme und ich mochte die Dynamik. Ich mochte, dass die da teilweise bestimmte Themen angesprochen haben, die relevant sind für Jugendliche. Das war wirklich gut. Keiner hat genervt. Aber davon gibt es garantiert keine Fortsetzung. Das war in dem Sinne finanziellen Flop. Es hat die Fans, glaube ich, nicht befriedigt und für das Mainstream war es dann einfach nicht, in dem Sinne einfach nicht besonders genug. Das ist einfach eine Standard-Origin-Story, die letztendlich nirgendwo hinführt. Hätte Potenzial gehabt, garantiert, vielleicht auch mit einem höheren Budget, mit einem besseren Regisseur und so weiter. Sie haben das Beste versucht, aber das Beste war in dem Sinne nicht gut genug. Ich bin mir hundertprozentig sicher, davon sehen wir nichts mehr. Alles klar. Ich merke schon, das ist ein Thema, wo wir auch nur an der Oberfläche kratzen können, weil über die ganzen Jahre hinweg ist das natürlich ein riesen Universum einfach geworden mit ganz vielen Facetten, Comics, Filme, Hörspiele, was nicht, gibt es ja wahnsinnig viel. Und ich glaube, das können wir ja auch leider nicht erschöpfend heute behandeln. Es gibt natürlich jede Menge andere Sachen, auf die wir uns konzentrieren können. Unter anderem auch vielleicht auf neue Erscheinungen von Plan Productions. Vielleicht magst du uns kurz nochmal sagen, Chris, was wir demnächst bei euch erwarten können, jetzt hier gegen Ende der Sendung. Oh wow, ich muss nichts erwähnen, dann werde ich über meinen Verlag gefragt. Finde ich sehr schön. was kann man demnächst erwarten? War Comics 13 ist jetzt kurz vorm Fertigstellen. Also das habe ich heute zusammengebastelt und wird jetzt noch Korrektur gelesen und geht demnächst zum Drucker. Also jeder, der irgendwie auf Anthologien ein bisschen steht, ein bisschen alternativen Kram, der findet das, beziehungsweise die Reihe bestimmt super. Dann als nächstes in der Pipeline, wo ich dann auch schon schwitzend darauf hinarbeite, ist Trachtman 3. Und ja, dann... Sehr gut. Da sind wir schon sehr gespannt, packen wir auch alles wieder in die Shownotes rein, man kann also das gar nicht übersehen und sich ganz sicher mal genau bei euch auf der Seite umgucken. Lasse, wie sieht es bei dir aus? Was können wir demnächst von dir erwarten, sei es rezensionstechnisch oder vielleicht auch auf YouTube? Auf YouTube werden auf jeden Fall demnächst ein paar neue Kritiken erscheinen. Nächste Woche mache ich eine Podcast-Episode mit einem neuen Gast. Auf Englisch, da wird es dann um Superheldenmusik gehen. Und auf meinem Blog, wo ihr mich finden könnt, scoregeek.wordpress.com, da werden in den nächsten Wochen Kritiken zu den Soundtracks erscheinen, zum Beispiel Ralf Wengmeyers Jim Knopf, Alan Silvestris Ready Player One und Early Man von Harry Gregson Williams und Tom Ho. Also da gibt es einiges, worauf man sich freuen kann. Bin ich sehr gespannt, gerade auf die Sache mit dem Soundtrack bei den Superhelden, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Dein Blog ist noch relativ frisch, den kennt hier vermutlich noch niemand. Wie ist der, wo finden wir den und was können wir da demnächst erwarten? Ja, also meine Seite dubisnerd.de. Da geht es halt einfach soll es um verschiedene Themen gehen. Ich habe halt einige Sachen einfach mal ein bisschen angerissen. Es geht ein bisschen um Comics, es geht viel um Filme und Serien und einfach insgesamt auch um Nerd-Stuff, sage ich mal, das, was uns interessiert aus jeder Fachrichtung, ob das jetzt aus Games kommt oder wo auch immer her. Ich bin die Seite am Aufbauen. Ich werde jetzt diese nächste Woche auch dann Richtung Twitter und Facebook expandieren, sage ich mal, einfach da mich auch bemerkbar machen. Und da soll in Zukunft auch noch was in Richtung YouTube passieren, weil ich mich nicht komplett aufs Schreiben fokussieren will, sondern auch ein bisschen wieder auf Videos zurückkehren möchte, wo ich ja ursprünglich ein bisschen herkomme. Und auf meiner Seite gibt es auch einen dicken Button, der heißt Mitarbeit. Und da bin ich auch ein bisschen noch Leute am Suchen, die einfach vielleicht Lust haben, in der Richtung irgendwas mitzumachen oder auch ein bisschen an Content mit beizutragen. Da darf man sich gerne melden. Wen ich mir da sehr gut vorstellen könnte, ist der Mike, weil der offensichtlich total den Plan hat, auch in verschiedensten Themen. Wäre das was für dich?
Ja, definitiv. Also ich suche halt gerade diese Allrounder. Also ich freue mich natürlich, wenn immer jemand sehr, sehr tief ins Thema reingehen kann oder sich sehr stark für ein Thema interessiert. Ich finde es aber immer schön, gerade in so einer Seite, wo man auch mehrere Facetten ansprechen möchte, wenn er halt auch hinten einen Schreiber hat, der sich in jeder Richtung so ein bisschen auskennt. Von daher ist das genau die richtige Person für mich. Also ich persönlich bin dafür zu faul. Muss ich auch ehrlich sagen. Also ich schreibe auch selten Rezensionen, jetzt ja auch im Panini-Forum und so. Da muss mich schon wirklich was richtig gekickt haben. Weil ich einfach mit dem Drumherum, nach dem Suchen und Jagen, nach den First Apps und so weiter schon so viel Zeit drauf geht. Was vielleicht jetzt auch ganz interessant ist, also für die aus dem norddeutschen Raum, wir veranstalten jetzt auch so eine kleine Comic-Con-Börse in Bordesholm, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, da sich drum zu kümmern und so weiter. Und deswegen bin ich dafür wahrscheinlich wirklich der Falsche, aber generell finde ich sowas immer toll, wenn Leute was selber produzieren und machen. Finde ich immer klasse. Wo können wir Infos über diese Börse rausbekommen und wie heißt nochmal die Gruppe, die du da auf Facebook hast? Comic Investment und Spekulation, und das ist das Comic Fest in Norddeutschland. Wir sind noch gerade am bisschen rummachen, haben jetzt Panini Forum Thread gemacht, aber es wird eine eigene Facebook-Seite, Flyer und so weiter, dann gibt's alles. Aber das später. Sehr schön, packen wir alles in die Shownotes. Es war mir wieder eine Freude, euch heute begrüßen zu dürfen und hoffe auch, dass ihr das irgendwann nochmal wiederholt und ihr die Gelegenheit nutzt, hier wieder beim Telestammtisch dabei zu sein. An euch da draußen die Frage, die Bitte, die Aufforderung vielleicht. Wenn ihr Bock habt, gebt uns doch mal Feedback, wie hat es euch gefallen? Wollt ihr vielleicht auch mal dran teilnehmen? Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, dann kommentiert das doch bitte überall. Wir haben also sowohl den YouTube-Upload, wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt auch gerne mal auf GeekWiz beim Geekbook vorbeigucken. Wir freuen uns immer über Feedback und vor allem freuen wir uns, wenn ihr Bock habt, aber selber mal teilzunehmen, euch bei mir zu melden. Einmal im Monat gibt es ja diese reguläre Ausgabe, wo ein jeder da draußen teilnehmen kann. Jeder bringt seine Hobbys offensichtlich selber mit und im Regelfall klappt das genauso gut wie heute, dass nämlich alle miteinander so ein bisschen fluffig über diese Themen quatschen. Es war mir eine wahre Freude, euch begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao. Verabschiede mich mit dem fröhlichen Gogo-Tele-Stammtisch. Vielen Dank fürs Reinlunzen.